Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir die schönsten Märchen der Gebrüder Grimm mit B. Möchtest du nie wieder eines unserer Hörbücher verpassen und meinen Kanal gratis und unverbindlich unterstützen? Dann klick einfach auf Abonnieren und die kleine Glocke. Der Bauer und der Teufel. Es war einmal ein kluges und verschmitztes Bäuerlein, von dessen Streichen viel zu erzählen wäre. Die schönste Geschichte ist aber doch, wie er den Teufel einmal drangekriegt und zum Narren gehabt hat. Das Bäuerlein hatte eines Tages seinen Acker bestellt und rüstete sich zur Heimfahrt, als die Dämmerung schon eingetreten war. Da erblickte er mitten auf seinem Acker einen Haufen feuriger Kohlen, und als er voll Verwunderung hinzuging, so saß oben auf der Glut ein kleiner, schwarzer Teufel. »Du sitzest wohl auf einem Schatz?« sprach das Bäuerlein. »Jawohl«, antwortete der Teufel. »Auf einem Schatz, der mir Gold und Silber enthält, als du dein Lebtag gesehen hast.« »Der Schatz liegt auf meinem Feld und gehört mir«, sprach das Bäuerlein. »Er ist dein«, antwortete der Teufel, »wenn du mir 2 Jahre lang die Hälfte von dem gibst, was dein Acker hervorbringt. Geld habe ich genug, aber ich trage Verlangen nach den Früchten der Erde.« Das Bäuerlein ging auf den Handel ein. »Damit aber kein Streit bei der Teilung entsteht«, sprach es, »so soll dir gehören, was über der Erde ist, und mir, was unter der Erde ist.« Dem Teufel gefiel das wohl, aber das listige Bäuerlein hatte Rüben gesät. Als nun die Zeit der Ernte kam, so erschien der Teufel und wollte seine Frucht holen. Er fand aber nichts als die gelben, welken Blätter, und das Bäuerlein, ganz vergnügt, grub seine Rüben aus. »Einmal hast du den Vorteil gehabt«, sprach der Teufel, »aber für das nächste Mal soll das nicht gelten.« »Dein ist, was über der Erde wächst, und mein, was darunter ist, mir auch recht«, antwortete das Bäuerlein. Als aber die Zeit zur Aussaat kam, säte das Bäuerlein nicht wieder Rüben, sondern Weizen. Die Frucht ward reif, das Bäuerlein ging auf den Acker und schnitt die vollen Halme bis zur Erde ab. Als der Teufel kam, fand er nichts als Stoppeln und fuhr wütend in eine Felsenschlucht hinab. »So muss man die Füchse prellen«, sprach das Bäuerlein, ging hin und holte sich den Schatz. Die beiden Königskinder. Es war einmal ein König, der hatte einen kleinen Jungen bekommen, und in dessen Sternbild hatte gestanden, er würde von einem Hirsch umgebracht werden, wenn er 16 Jahre alt wäre. Als er nun so herangewachsen war, da gingen die Jäger einmal mit ihm auf die Jagd. Doch im Wald kam der Königssohn von den anderen weg und sah auf einmal einen großen Hirsch. Den wollte er schießen, konnte ihn aber nicht treffen. Zuletzt war der Hirsch so lange vor ihm hergelaufen, bis er ganz aus dem Wald hinausgekommen war. Auf einmal stand vor ihm ein großer, langer Mann statt des Hirsches, der sagte zu ihm, »Nun, das ist gut, dass ich dich habe. Ich habe schon 6 Paar gläserne Schlittschuhe hinter dir kaputt gejagt und habe dich nicht kriegen können.« Er nahm ihn mit sich und schleppte ihn durch ein großes Wasser vor ein großes Königsschloss. Da musste er sich mit an den Tisch setzen und etwas essen. Als sie zusammen gegessen hatten, sagte der König, »Ich habe 3 Töchter. Bei der Ältesten musst du eine Nacht wachen, vor des Abends 9 Uhr bis morgens um 6, und ich komme jedes Mal, wenn die Glocke schlägt, selber und rufe, und wenn du mir dann keine Antwort gibst, so wirst du morgen umgebracht. Wenn du mir aber eine Antwort gibst, so sollst du sie zur Frau haben.« Als die jungen Leute in die Schlafkammer kamen, da stand dort ein steinerner Christoph.
Da sagte die Königstochter zu ihm, »Um 9 Uhr kommt mein Vater, alle Stunden, bis es 3 schlägt. Wenn er fragt, so gebt ihr ihm Antwort statt des Königssohnes.« Da nickte der steinerne Christoph mit dem Kopf ganz geschwind, dann immer langsamer, bis er zuletzt wieder stillstand. Am andern Morgen, da sagte der König zu ihm, »Du hast deine Sache gut gemacht, aber meine Tochter kann ich nicht hergeben. Du müsstest noch eine Nacht bei der zweiten Tochter wachen, dann will ich noch einmal darüber nachdenken, ob du meine älteste Tochter zur Frau bekommen kannst. Aber ich komme alle Stunde selber, und wenn ich dich rufe, so antworte mir, und wenn ich dich rufe und du antwortest nicht, so soll dein Blut für mich fließen.« Und dann gingen beide zur Schlafkammer, da stand noch ein größerer steinerner Christoph, zu dem die Königstochter sagte, »Wenn mein Vater fragt, so antworte du.« Da nickte der große steinerne Christoph geschwind mit dem Kopf, dann immer langsamer, bis er zuletzt wieder stillstand. Und der Königssohn legte sich auf die Türschwelle, legte die Hand unter den Kopf und schlief ein. Am andern Morgen sagte der König zu ihm, »Du hast deine Sache gut gemacht, aber meine Tochter kann ich dir immer noch nicht geben. Du musst auch bei der jüngsten Königstochter noch eine Nacht wachen. Und ich werde bedenken, ob du meine zweite Tochter zur Frau haben kannst. Ich komme aber alle Stunden selbst, und wenn ich dich rufe und du antwortest nicht, so soll dein Blut für mich fließen.« Dann ging sie zusammen auf ihre Schlafkammer. Da war ein noch größerer und längerer Christoph darin. Die Königstochter sagte zu ihm, »Wenn mein Vater ruft, so antworte du.« Der große, lange, steinerne Christoph nickte wohl eine halbe Stunde lang mit dem Kopf, bis er dann wieder stillstand. Der Königssohn legte sich darauf auf die Türschwelle und schlief ein. Am andern Morgen sagte der König, »Du hast gut gewacht, aber meine Tochter kann ich dir noch nicht geben. Ich habe da einen großen Wald, den du vor mir von heute Morgen 6 bis abends 6 abholzen musst. Dann werde ich mir die Sache bedenken.« Und er gab ihm eine gläserne Axt, einen gläsernen Keil und eine gläserne Holzhacke dafür. Wie er nun ins Holz gekommen war, hackte er einmal mit der Axt, na, da war sie in 2. Dann nahm er den Keil und schlug einmal mit der Holzhacke drauf, da war dieser so kurz und so klein wie ein Stein. Das betrübte ihn sehr, weil er glaubte, nun sterben zu müssen, und er setzte sich hin und weinte. Als es Mittag geworden war, da sagte der König, »Eine von euch Mädchen muss ihm etwas zu essen bringen.« »Nein«, sagten die beiden Ältesten, »wir wollen ihm nichts bringen.« »Die, bei der er die letzte Nacht gebracht hat, die kann ihm auch etwas bringen.« Nun musste die Jüngste weg und ihm etwas zu essen bringen. Wie sie in den Wald kam, fragte sie ihn, wie es ihm gehe. »Es gehe ihm schlecht«, sagte er. Da sagte sie, er solle herkommen und ein wenig essen. »Nein«, sagte er, »das könne er nicht, denn er müsse ja doch sterben und wolle deshalb nicht mehr essen.« Sie gab ihm viele gute Worte, er möge doch einmal versuchen. Endlich kam er und aß davon. Als er ein wenig gegessen hatte, sagte sie, »Damit du auf andere Gedanken kommst, will ich dich erst ein bisschen kraulen.« Sie kraulte ihn, und dabei wurde er müde und schlief ein. Dann nahm sie ihr Tuch, band einen Knoten hinein, schlug es 3-mal auf die Erde und sagte, »Arbeite heraus!« Da kamen sogleich viele, viele Erdmännchen hervor und fragten nach den Befehlen der Königstochter. Sie sagte, »In 2 von 3 Stunden muss der große Wald abgehauen und das Holz in Stapeln aufgesetzt sein.« Und da gingen die Erdmännchen herum und boten ihre ganze Verwandtschaft auf, dass sie ihnen bei der Arbeit helfen sollten. Sie fingen gleich an, und als die 3 Stunden um waren, hatten sie die Arbeit erledigt. Da kamen sie wieder zur Königstochter und sagten es ihr. Das Mädchen nahm ihr weißes Tuch und sagte, »Arbeiter nach Hause!«
und da sind sie alle gleich wieder weg gewesen. Als der Königssohn erwachte, da war er von Herzen froh. Sie aber sagte zu ihm, »Wenn es nach 6 geschlagen hat, dann komm zurück nach Haus.« Das befolgte er, und der König fragte, »Hast du den Wald ab?« »Ja«, sagte der Königssohn. Und als sie bei Tisch saßen, sagte der König, »Noch kann ich dir meine Tochter nicht zur Frau geben, du musst noch etwas für sie tun.« Der Königssohn fragte, was es denn sei. »Ich habe einen großen Teich«, sagte der König. »Da musst du morgen hin und musst ihn ausschlemmen, dass er so blank ist wie ein Spiegel, und es müssen noch allerhand Fische darin sein.« Am nächsten Morgen gab ihm der König eine gläserne Schippe und sagte, »Um 6 Uhr muss der Teich fertig sein.« Da ging er fort, und als er zu dem Teich gekommen war, da steckte er die Schippe in den Sumpf und sie brach ab. Er stach mit der Hacke hinein und sie zersprang. Da wurde er wieder ganz betrübt. Am Mittag brachte ihm die Tochter das Essen und fragte ihn, wie es ihm gehe. Da sagte der Königssohn, es gehe ihm ganz schlecht und er würde wohl seinen Kopf verlieren. »Och«, sagte sie, »er solle nur kommen und etwas essen, um wieder auf andere Gedanken zu kommen.« »Nein«, sagte er, »essen könne er nicht, dazu sei er viel zu traurig.« Aber sie redete ihm wieder gut zu, bis er zu ihr kam und etwas aß. Da kraulte sie ihn wieder und er schlief ein. Dann nahm sie ihr Tuch, knüpfte einen Knoten hinein und klopfte damit 3-mal auf die Erde und sagte, »Arbeite heraus!« Da kamen gleich so viele, viele Erdmännchen und alle fragten nach ihrem Begehren. Sie sagte es ihnen. Da gingen die Erdmännchen hin und boten ihre Verwandtschaft auf, dass sie helfen sollte. Und in 2 Stunden war alles fertig. Sie kehrten zur Königstochter zurück und sagten, »Wir taten, was du uns befohlen hast.« Da nahm die Königstochter das Tuch und schlug wieder 3-mal auf die Erde und sagte, »Arbeiter, nach Hause!« Da gingen alle wieder weg. Wie nun der Königssohn wieder aufwachte, war der Teich fertig. Jetzt ging auch die Königstochter weg und sagte, wenn es 6 wäre, sollte er nach Hause kommen. Als er nach Hause kam, da fragte ihn der König, »Hast du den Teich fertig?« »Ja«, sagte der Königssohn. Als sie bei Tische saßen, meinte der König, »Du hast den Teich zwar fertig, aber meine Tochter kann ich dir noch nicht geben, denn du musst erst noch etwas tun.« »Was denn?« fragte der Königssohn. »Er hätte noch einen großen Berg«, sagte der König, »da wären viele Dornbüsche drauf, die alle abgehauen werden müssten. Und oben, auf dem Gipfel, müsste er ein großes Schloss bauen, das so schön sein müsste, als es sich nur ein Mensch denken könnte. Und alles Hausgerät und was sonst noch in ein Schloss gehört, sollte drin sein.« Als er am nächsten Morgen aufstand, gab ihm der König eine gläserne Axt und einen Bohrer aus Glas mit. »Um 6 Uhr«, sagte der König, »müsste er damit fertig sein.« Als er den ersten Dornbusch mit der Axt anhieb, ging sie kurz und klein, dass die Stücke um ihn herumflogen. Auch der Bohrer ging entzwei. Da war er wieder ganz betrübt und wartete auf seine Liebste, ob sie nicht käme und ihm aus der Not helfen würde. Gegen Mittag kam sie auch und brachte ihm etwas zu essen. Da ging er ihr entgegen und erzählte ihr alles und aß etwas. Dann ließ er sich von ihr kraulen und schlief wieder ein. Da nahm sie wieder den Knoten, schlug damit auf die Erde und sagte, »Arbeiter heraus!« Und wieder kamen viele Erdmännchen und fragten, was sie begehre. Sie sagte, »In der Zeit von 3 Stunden müsst ihr alle Dornbüsche abholzen, und oben auf dem Berge, da muss ein Schloss stehen, das muss so schön sein, wie es kein anderes mehr gibt.« Die Erdmännchen gingen nun hin und boten ihre Verwandtschaft auf, dass sie helfen sollte. Als die Zeit um war, da war auch alles fertig. Da kamen sie zur Königstochter und sagten es ihr. Und die Königstochter nahm das Tuch, schlug damit 3-mal auf die Erde und sagte,
Arbeiter nach Hause. Da sind sie alle gleich wieder weg gewesen, und als der Königssohn aufwachte und alles sah, war er so froh wie ein Vogel in der Luft. Als es nun 6 geschlagen hatte, da gingen sie zusammen nach Hause, und der König fragte, »Ist das Schloss auch fertig?« »Ja«, sagte der Königssohn. Als sie nun bei Tische saßen, sagte der König, »Meine jüngste Tochter kann ich nicht eher hergeben, als bis die beiden Älteren gefreit haben.« Da waren der Königssohn und die Königstochter sehr betrübt, und der Königssohn wußte sich nicht mehr zu helfen. Und als die Nacht gekommen war, lief er mit der Königstochter davon. Als sie schon eine Weile fort waren, da schaute sich die Königstochter einmal um und sah ihren Vater hinter sich. »Oh«, sagte sie, »was sollen wir machen? Mein Vater ist hinter uns und will uns einholen. Ich werde dich in einen Dornenbusch verwandeln und mich in eine Rose. Und mitten im Busch werde ich wohl sicher sein.« Als der Vater an die Stelle kam, stand dort ein Dornbusch und mittendrin eine Rose. Er wollte die Rose abbrechen, doch kam der Dorn und stach ihm in den Finger, dass er wieder nach Hause musste. Da fragte seine Frau, warum er sie nicht mitgebracht hatte. Da sagte er, er habe nur einen Dornbusch und eine Rose gesehen. Da sagte die Königin, »Hättest du nur die Rose abgebrochen, dann wäre der Busch schon mitgekommen.« Da ging der König wieder fort und wollte die Rose holen. Aber die beiden waren schon weit überfällt, und der König lief immer hinter ihnen her. Da sah sich die Tochter wieder um und erblickte den Vater. Da sagte sie, »Oh, wie wollen wir es jetzt machen?« »Ich werde dich in eine Kirche verwandeln und mich in einen Pastor. Da will ich auf der Kanzel stehen und predigen.« Und als der König an die Stelle kam, stand dort eine Kirche, und ein Pastor stand auf der Kanzel und predigte. Der König hörte sich die Predigt an, ging dann nach Hause und erzählte alles seiner Frau. »Du hättest den Pastor mitbringen sollen«, sagte die Frau. »Die Kirche wäre dann schon von selber gekommen. Wenn man dich schon schickt, ich glaube doch, ich muss selber gehen.« Als sie eine Weile unterwegs war und die beiden von Ferne sah, da guckte sich die Königstochter um und sah ihre Mutter kommen und sagte, »Oh weh, nun kommt meine Mutter selbst. Ich will dich in einen Teich verwandeln und mich in einen Fisch.« Als die Mutter an die Stelle kam, war da ein großer Teich, und in der Mitte sprang ein Fisch herum und sah mit dem Kopf aus dem Wasser und war ganz lustig. Da war sie ganz böse und trank den ganzen Teich aus, damit sie den Fisch doch noch fangen konnte. Doch wurde ihr davon so übel, dass sie das ganze Wasser wieder ausspeien musste. Und sie sagte, »Ich sehe wohl, dass ich hier nichts mehr helfen kann.« Und die Königin gab ihrer Tochter 3 Walnüsse und sagte, »Mit diesen kannst du Hilfe in höchster Not erhalten.« Und damit gingen die jungen Leute wieder zusammen fort. Sie waren nun schon an die 10 Stunden gegangen. Da kamen sie zu dem Schloss, aus dem der Königssohn war und in dessen Nähe sich ein Dorf befand. Als sie da angekommen waren, da sagte der Königssohn, »Bleib hier, meine Liebste, ich will zuerst zum Schloss gehen und dann mit Wagen und Bedienten kommen und dich abholen.« Als er in das Schloss kam, da waren alle so froh, dass sie den Königssohn wieder hatten, und er erzählte, dass er eine Braut hätte, und die wäre jetzt im Dorf. Sie sollten mit dem Wagen hinfahren und sie holen. Da spannten sie auch gleich an, und viele Bediente setzten sich auf den Wagen. Als nun der Königssohn einsteigen wollte, da gab ihm seine Mutter einen Kuss, der ihn alles vergessen ließ, was geschehen war, und auch, was er hatte tun wollen. Da befahl die Mutter, sie sollten wieder ausspannen, und alle kehrten ins Haus zurück. Das Mädchen aber sitzt im Dorf und lauert und meint, er komme sie abzuholen. Es kommt aber keiner. Da vermietet sich die Königstochter in die Mühle, die aber gehört zum Schloss. Da musste sie alle Nachmittage am Wasser sitzen und Gefäße reinigen. Einmal kam die Königin vom Schlosse her, um am Wasser spazieren zu gehen.
Sie sah das wackere Mädchen da sitzen und sagte, »Was ist das für ein wackeres Mädchen? Das gefällt mir gut.« Da guckten sie alle an, aber kein Mensch erkannte sie. Es verging nun eine lange Zeit, und das Mädchen diente dem Müller treu und brav. Unterdessen hatte die Königin eine Frau für ihren Sohn gesucht, die von ganz weit her kam. Als die Braut ankam, sollten sie gleicheinander verbunden werden. Es liefen so viele Leute zusammen, die das alles sehen wollten, dass auch das Mädchen den Müller bat, zur Kirche gehen zu dürfen. »Geh nur hin«, sagte der Müller. Doch bevor sie wegging, öffnete sie eine der drei Walnüsse. Darin lag ein schönes Kleid. Das zog sie an und ging in die Kirche ganz nah an den Altar. Auf einmal kommt die Braut und der Bräutigam, und sie setzen sich vor den Altar. Und als der Pastor sie einsegnen will, sieht die Braut zur Seite und sieht das Mädchen. Sie steht sofort wieder auf und sagt, sie würde nicht eher wieder zur Trauung erscheinen, als bis sie ein so schönes Kleid wie die Dame hätte. Da ging sie wieder nach Hause und ließen die Dame fragen, ob sie das Kleid wohl verkaufte. »Nein, verkaufen würde sie es nicht, aber verdienen, das könnte es die Braut schon.« Da fragten sie das Mädchen, was es damit wohl meine. Dieses sagte, wenn sie nachts vor der Tür des Königssohnes schlafen dürfte, dann könnte die Braut das Kleid gern haben. Und die Braut sagte ja. So mussten die Bedienten dem Königssohn einen Schlaftrunk herrichten, und das Mädchen legte sich vor die Tür und weinte und erzählte die ganze Nacht. Sie hätte für ihn den ganzen Wald abholzen, den Teich ausschlemmen und das Schloss für ihn bauen lassen. Dann hätte sie ihn in einen Dornbusch verwandelt, als zweites in eine Kirche und zuletzt in einen Teich. Aber er hätte sie so rasch vergessen. Davon hörte der Königssohn jedoch nichts, und nur die Diener waren dadurch aufgewacht und hatten alles gehört, wussten aber nicht, was es bedeuten sollte. Am andern Morgen, als sie aufgestanden waren, zog die Braut das Kleid an und fuhr mit dem Bräutigam zur Kirche. Unterdessen öffnete das Mädchen die zweite Walnuss, und darin lag ein noch schöneres Kleid. Das zog sie an, ging damit in die Kirche und setzte sich dicht an den Altar. Und alles ging genauso wie beim letzten Mal. Das Mädchen legte sich vor die Tür der Stube des Königssohnes, dessen Bedienten ihm wieder einen Schlaftrunk geben sollten. Doch enthielt der Trunk des Königssohnes kein Schlafmittel, und er legte sich wach zu Bett. Die Müllersmagd weinte wieder und erzählte, was sie alles getan hätte. Das alles hörte der Königssohn und war davon ganz betrübt, und plötzlich fiel ihm alles wieder ein, was in der Vergangenheit geschehen war. Da wollte er zu ihr gehen, aber seine Mutter hatte die Türe zugeschlossen. Am andern Morgen aber ging er gleich zu seiner Liebsten und erzählte ihr alles, wie es ihm ergangen wäre. Und sie möchte doch nicht böse sein, dass er sie so lange vergessen hätte. Da machte die Königstochter die dritte Walnuss auf, und es war das allerschönste Kleid darin, das man sich nur denken konnte. Das zog sie an und fuhr mit dem Bräutigam zur Kirche. Da kamen viele Kinder, die gaben ihnen Blumen und legten ihnen bunte Bänder zu Füßen, und sie ließen sich einsegnen und hielten eine lustige Hochzeit. Aber die falsche Mutter und die Braut mussten weg. Und wer das zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm. Die beiden Wanderer. Berg und Tal begegnen sich nicht, wohl aber die Menschenkinder, zumal gute und böse. So kamen auch einmal ein Schuster und ein Schneider auf der Wanderschaft zusammen. Der Schneider war ein kleiner, hübscher Kerl und war immer lustig und guter Dinge. Er sah den Schuster von der anderen Seite herankommen, und da an seinem Ranzen merkte, was er für ein Handwerk trieb, rief er ihm ein Spottliedchen zu. »Nähe mir die Naht, ziehe mir den Draht, streich ihn rechts und links mit Pech, schlage, schlag mir fest den Zweck.«
Der Schuster aber konnte keinen Spaß vertragen. Er verzog sein Gesicht, als wenn er Essig getrunken hätte, und machte Miene, das Schneiderlein am Kragen zu packen. Der kleine Kerl aber fing an zu lachen, reichte ihm seine Flasche und sprach, »Es ist nicht bös gemeint. Trink einmal und schluck die Galle hinunter.« Der Schuster tat einen gewaltigen Schluck, und das Gewitter auf seinem Gesicht fing an, sich zu verziehen. Er gab dem Schneider die Flasche zurück und sprach, »Ich habe ja ordentlich zugesprochen. Man sagt wohl vom vielen Trinken, aber nicht vom großen Durst. Wollen wir zusammen wandern?« »Mir ist's recht«, antwortete der Schneider, »wenn du nur Lust hast, in eine große Stadt zu gehen, wo es nicht an Arbeit fehlt.« »Gerade dahin wollte ich auch«, antwortete der Schuster. »In einem kleinen Nest ist nichts zu verdienen, und auf dem Lande gehen die Leute lieber barfuß.« Sie wanderten also zusammen weiter und setzten immer einen Fuß vor den anderen, wie die Wiesel im Schnee. Zeit genug hatten sie beide, aber wenig zu beißen und zu brechen. Wenn sie in eine Stadt kamen, gingen sie umher und grüßten das Handwerk, und weil das Schneiderlein so frisch und munter aussah und so hübsche rote Backen hatte, gab ihm jeder gern. Und wenn das Glück gut war, gab ihm die Meistertochter unter der Haustür auch noch einen Kuss auf den Weg. Wenn er mit dem Schuster wieder zusammentraf, hatte er immer mehr in seinem Bündel. Der griesgrämige Schuster schnitt ein schiefes Gesicht und meinte, »Je größer der Schelm, je größer das Glück.« Aber der Schneider fing an zu lachen und zu singen und teilte alles, was er bekam, mit seinem Kameraden. Klingelten nun ein paar Groschen in seiner Tasche, so ließ er auftragen, schlug vor Freude auf den Tisch, dass die Gläser tanzten, und es hieß bei ihm, »Leicht verdient und leicht vertan.« Als sie eine Zeit lang gewandert waren, kamen sie an einen großen Wald, durch den der Weg nach der Königsstadt ging. Es führten aber zwei Fußsteige hindurch, davon war der eine 7 Tage lang, der andere nur 2, aber niemand von ihnen wusste, welcher der kürzere Weg war. Die 2 Wanderer setzten sich unter einen Eichenbaum und ratschlagten, wie sie sich vorsehen und für wie viele Tage sie Brot mitnehmen wollten. Der Schuster sagte, »Man muss weiter denken, als man geht. Ich will für 7 Tage Brot mitnehmen.« »Was?« sagte der Schneider, »für 7 Tage Brot auf dem Rücken schleppen wie ein Lasttier und sich nicht umschauen? Na, ich halte mich an Gott und kehre mich an nichts. Das Geld, das ich in der Tasche habe, das ist im Sommer so gut als im Winter, aber das Brot wird in der heißen Zeit trocken und obendrein schimmlig. Mein Rock geht auch nicht länger als auf die Knöchel. Pff, warum sollen wir den richtigen Weg nicht finden? Für 2 Tage Brot und damit gut.« Es kaufte sich also jeder sein Brot, und dann ging sie auf gut Glück in den Wald hinein. In dem Walde war es still wie in einer Kirche. Kein Wind wehte, kein Baum rauschte, kein Vogel sang, und durch die dicht belaubten Äste drang kein Sonnenstrahl. Der Schuster sprach kein Wort, ihn drückte das schwere Brot auf dem Rücken, dass ihm der Schweiß über sein verdrießliches und finsteres Gesicht herabfloß. Der Schneider aber war ganz munter, sprang daher, pfiff auf einem Blatt oder sang ein Liedchen und dachte, »Ja, Gott im Himmel muss ich freuen, dass ich so lustig bin.« 2 Tage ging das so fort. Als aber am 3. Tage der Wald kein Ende nehmen wollte und der Schneider sein Brot aufgegessen hatte, fiel ihm das Herz doch eine Elle tiefer hinab. Indessen verlor er den Mut nicht, sondern verließ sich auf Gott und sein Glück. Den 3. Tag legte er sich abends hungrig unter einen Baum und stand den andern Morgen hungrig wieder auf. So ging es auch den 4. Tag, und wenn der Schuster sich auf einen umgestürzten Baum setzte und seine Mahlzeit verzehrte, blieb dem Schneider nichts als das Zusehen. Bat er um ein Stückchen Brot, so lachte der andere höhnisch und sagte, »Du bist immer so lustig gewesen. Ja, da kannst du auch einmal versuchen, wie es tut, wenn man unlustig ist. Die Vögel, die morgens zu früh singen, stößt abends der Habicht.« Kurz, er war ohne Barmherzigkeit.
Aber am fünften Morgen konnte der arme Schneider nicht mehr aufstehen und vor Mattigkeit kaum ein Wort herausbringen. Die Backen waren ihm heiß und die Augen rot. Da sagte der Schuster zu ihm, »Ich will dir heute ein Stück Brot geben, aber dafür will ich dir dein rechtes Auge ausstechen.« Der unglückliche Schneider, der doch gern sein Leben erhalten wollte, konnte sich nicht anders helfen. Er weinte noch einmal mit beiden Augen und hielt sie dann hin, und der Schuster, der ein Herz von Stein hatte, stach ihm mit einem scharfen Messer das rechte Auge aus. Dem Schneider kam in den Sinn, was ihm sonst seine Mutter gesagt hatte, wenn er in der Speisekammer genascht hatte. Essen, so viel man mag, und leiden, was man muss. Als er sein teuer bezahltes Brot verzehrt hatte, machte er sich wieder auf die Beine, vergaß sein Unglück und tröstete sich damit, dass er mit einem Auge noch immer genug sehen könnte. Aber am sechsten Tag meldete sich der Hunger aufs Neue und zehrte ihm fast das Herz auf. Er fiel abends bei einem Baume nieder, und am siebenten Morgen konnte er sich vor Mattigkeit nicht erheben, und der Tod saß ihm im Nacken. Da sagte der Schuster, »Ich will Barmherzigkeit ausüben und dir nochmals Brot geben. Umsonst bekommst du's aber nicht. Ich steche dir dafür das andere Auge noch aus.« Da erkannte der Schneider sein leichtsinniges Leben, bat den lieben Gott um Verzeihung und sprach, »Tu, was du musst. Ich will leiden, was ich muss, aber bedenke, dass unser Herrgott nicht jeden Augenblick richtet und bis eine andere Stunde kommt, wo die böse Tat vergolten wird, die du an mir verübst und die ich nicht an dir verdient habe. Ich habe in guten Tagen mit dir geteilt, was ich hatte. Mein Handwerk ist derart, dass Stich muss Stich vertreiben. Wenn ich keine Augen mehr habe und nicht mehr nähen kann, so muss ich betteln gehen. Lass mich nur, wenn ich blind bin, hier nicht allein liegen. Sonst muß ich verschmachten.« Der Schuster aber, der Gott aus seinem Herzen vertrieben hatte, nahm das Messer und stach ihm noch das linke Auge aus. Dann gab er ihm ein Stückchen Brot zu essen, reichte ihm einen Stock und führte ihn hinter sich her. Als die Sonne unterging, kam sie aus dem Walde, und vor dem Walde stand ein Galgen. Dahin leitete der Schuster den blinden Schneider, ließ ihn dann liegen und ging seiner Wege. Vor Müdigkeit und Hunger schlief der Unglückliche ein und schlief die ganze Nacht. Als der Tag dämmerte, erwachte er, wußte aber nicht, wo er lag. An dem Galgen hingen zwei arme Sünder, und auf dem Kopfe eines jeden saß eine Krähe. »Bruder, wachst du?« »Ja, ich wache«, antwortete der Zweite. »So will ich dir etwas sagen«, fing der Erste wieder an. »Der Tau, der heute Nacht über uns vom Galgen herabgefallen ist, der gibt jedem, der sich damit wäscht, die Augen wieder. Wenn das die Blinden wüssten, wie mancher könnte sein Gesicht wieder haben, der nicht glaubt, dass das möglich sei.« Als der Schneider das hörte, nahm er sein Taschentuch, drückte es auf das Gras, und als es mit dem Tau befeuchtet war, wusch er seine Augenhöhlen damit. Alsbald ging in Erfüllung, was der Gehängte gesagt hatte, und ein paar frische und gesunde Augen füllten die Höhlen. Es dauerte nicht lange, so sah der Schneider die Sonne hinter den Bergen aufsteigen. Vor ihm in der Ebene lag die große Königsstadt mit ihren prächtigen Toren und 100 Türmen, und die goldenen Knöpfe und Kreuze, die auf den Spitzen standen, fingen an zu glühen. Er unterschied jedes Blatt an den Bäumen, erblickte die Vögel, die vorbeiflogen, und die Mücken, die in der Luft tanzten. Er holte seine Nähnadel aus der Tasche und sah, als er den Zwirn einfädeln konnte, so gut, als er es je gekonnt hatte. Da sprang sein Herz vor Freude. Er warf sich auf die Knie, dankte Gott für die erwiesene Gnade und sprach sein Morgensegen. Er vergaß auch nicht, für die armen Sünder zu bitten, die da hingen wie der Schwengel in der Glocke und die der Wind aneinander schlug. Da nahm er sein Bündel auf den Rücken, vergaß bald das ausgestandene Herzeleid und ging unter Singen und Pfeifen weiter. Das erste, was ihm begegnete, war ein braunes Füllen, das frei im Felde herumsprang. Er packte es an der Mähne, wollte sich aufschwingen und in die Stadt reiten.
Das Füllen aber bat um seine Freiheit. »Ich bin noch zu jung«, sprach es. »Auch ein leichter Schneider wie du bricht mir den Rücken entzwei. Lass mich laufen, bis ich stark geworden bin. Es kommt vielleicht eine Zeit, wo ich dir's lohnen kann.« »Lauf hin«, sagte der Schneider. »Ich sehe, du bist auch so ein Spring ins Feld.« Er gab ihm noch einen Hieb mit der Gerte über den Rücken, daß es vor Freude mit den Hinterbeinen ausschlug, über Hecken und Gräben setzte und in das Feld hineinjagte. Aber das Schneiderlein hatte seit gestern nichts gegessen. »Die Sonne«, sprach er, »füllt mir zwar die Augen, aber das Brot nicht den Mund. Das Erste, was mir begegnet und halbwegs genießbar ist, das muß herhalten.« In dem schritt ein Storch ganz ernsthaft über die Wiese daher. »Halt, halt«, rief der Schneider und packte ihn am Bein. »Ich weiß nicht, ob du zu genießen bist, aber mein Hunger erlaubt mir keine lange Wahl. Ich muß dir den Kopf abschneiden und dich braten.« »Tue das nicht«, antwortete der Storch. »Ich bin ein heiliger Vogel, dem niemand ein Leid zufügt und der den Menschen großen Nutzen bringt. Lässt du mir mein Leben, so kann ich dir's ein andermal vergelten.« »Ja, so zieh ab, fetter Langbein«, sagte der Schneider. Der Storch erhob sich, ließ die langen Beine hängen und flog gemächlich fort. »Was soll daraus werden?« sagte der Schneider zu sich selbst. »Mein Hunger wird immer größer und mein Magen immer leerer. Was mir jetzt in den Weg kommt, das ist verloren.« In dem sah er auf einem Teich ein paar junge Enten daherschwimmen. »Oh, ihr kommt ja wie gerufen«, sagte er, packte eine davon und wollte ihr den Hals umdrehen. Da fing die alte Ente, die in dem Schilfe steckte, laut an zu kreischen, schwamm mit aufgesperrtem Schnabel herbei und bat ihn flehentlich, sich ihrer lieben Kinder zu erbarmen. »Denkst du nicht«, sagte sie, »wie deine Mutter jammern würde, wenn dich einer wegholen und dir den Garaus machen wollte?« »Ja, sei nur still«, sagte der gutmütige Schneider, »du sollst deine Kinder behalten«, und setzte die Gefangene wieder ins Wasser. Als er sich umkehrte, stand er vor einem alten Baume, der halb hohl war, und sah die wilden Bienen aus- und einfliegen. »Da finde ich gleich den Lohn für meine gute Tat«, sagte der Schneider. »Der Honig wird mich laben.« Aber der Weisel kam heraus, drohte und sprach, »Wenn du mein Volk anrührst und mein Nest zerstörst, sollen dir unsere Stachel wie 10.000 glühende Nadeln in die Haut fahren. Lässt du uns aber in Ruhe und gehst deiner Wege, so wollen wir dir ein andermal dafür einen Dienst leisten.« Das Schneiderlein sah, dass auch hier nichts anzufangen war. »Drei Schüsseln leer«, sagte er, »und auf der vierten nichts? Ach, das ist eine schlechte Mahlzeit.« Er schleppte sich also mit seinem ausgehungerten Magen in die Stadt, und da es eben zum Mittag läutete, war für ihn im Gasthaus schon gekocht, und er konnte sich gleich zu Tisch setzen. Als er satt war, sagte er, »Nun will ich auch arbeiten.« Er ging auch in der Stadt umher, suchte einen Meister und fand auch bald ein gutes Unterkommen. Da er aber sein Handwerk von Grund aus gelernt hatte, so dauerte es nicht lange und er war berühmt, und jeder wollte seinen neuen Rock von dem kleinen Schneider gemacht haben. Alle Tage nahm sein Ansehen zu. »Ich kann in meiner Kunst nicht weiterkommen«, sprach er, »und doch geht's jeden Tag besser.« Endlich bestellte ihn der König zu seinem Hofschneider. Aber wie es in der Welt geht, an demselben Tage war sein ehemaliger Kamerad, der Schuster, auch Hofschuster geworden. Als dieser den Schneider erblickte und sah, dass er wieder zwei gesunde Augen hatte, peinigte ihn das Gewissen. »Ehe er Rache an mir nimmt«, dachte er bei sich selbst, »muß ich ihm eine Grube graben.« Wer aber andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Abends, als er Feierabend gemacht hatte und es dämmerig geworden war, schlich er sich zu dem Könige und sagte, »König, der Schneider ist ein übermütiger Mensch und hat sich vermessen. Er wollte die goldene Krone wieder herbeischaffen, die vor alten Zeiten verloren gegangen ist.« »Das soll mir lieb sein«, sprach der König, ließ den Schneider am anderen Morgen vor sich fordern und befahl ihm, die Krone wieder herbeizuschaffen oder für immer die Stadt zu verlassen. »Oho«, dachte der Schneider, »ein Schelm gibt mehr, als er hat. Wenn der moorköpfige König von mir verlangt, was kein Mensch leisten kann, so will ich nicht warten bis morgen, sondern gleich heute wieder zur Stadt hinauswandern.« Er schnürte also sein Bündel. Als er aber aus dem Tore hinaus war, tat es ihm doch leid, dass er sein Glück aufgegeben und die Stadt, in der es ihm so wohlgegangen war, mit dem Rücken ansehen sollte. Er kam zu dem Teiche, wo er mit den Enten Bekanntschaft gemacht hatte. Da saß gerade die Alte, der ihre Jungen gelassen hatte, am Ufer und putzte sich mit dem Schnabel. Sie erkannte ihn gleich und fragte, warum er den Kopf so hängen lasse. »Du wirst dich nicht wundern, wenn du hörst, was mir begegnet ist«, antwortete der Schneider und erzählte ihr sein Schicksal. »Och, wenn's weiter nichts ist«, sagte die Ente, »da können wir Rat schaffen. Die Krone ist ins Wasser gefallen und liegt auf dem Grunde. Wie bald haben wir sie wieder heraufgeholt? Breite nur derweil dein Taschentuch am Ufer aus.« Sie tauchte mit ihren 12 Jungen unter, und nach 5 Minuten war sie wieder oben und saß mitten in der Krone, die auf ihren Fittichen ruhte, und die 12 Jungen schwammen rundherum, hatten ihre Schnäbel untergelegt und halfen tragen. Sie schwammen ans Land und legten die Krone auf das Tuch. Sie schwammen ans Land und legten die Krone auf das Tuch. Du glaubst nicht, wie prächtig die Krone war, wenn die Sonne darauf schien. Sie glänzte da wie 100.000 Karfunkelsteine. Der Schneider band sein Tuch mit 4 Zipfeln zusammen und trug sie zum König, der in einer Freude war und dem Schneider eine goldene Kette um den Hals hängte. Als der Schuster sah, dass der eine Streich misslungen war, besann er sich auf einen zweiten, trat vor den König und sprach, »Herr König, der Schneider ist wieder so übermütig geworden. Er vermisst sich das ganze königliche Schloss mit allem, was darin ist, los und fest, innen und außen, in Wachs abzubilden.« Der König ließ den Schneider kommen und befahl ihm, das ganze königliche Schloss mit allem, was darin wäre, los und fest, innen und außen, in Wachs abzubilden, und wenn er es nicht zustande brächte oder es fehlte nur ein Nagel an der Wand, so sollte er zeitlebens unter der Erde gefangen sitzen. Der Schneider dachte, »Es kommt immer Ärger, das hält kein Mensch aus«, warf sein Bündel auf den Rücken und wanderte fort. Als er an den hohlen Baum kam, setzte er sich nieder und ließ den Kopf hängen. Die Bienen kamen herangeflogen, und der Weisel fragte ihn, ob er einen steifen Hals hätte, weil er den Kopf so schief halte. »Ach nein«, antwortete der Schneider, »mich drückt etwas anderes«, und er erzählte, was der König von ihm gefordert hatte. Die Bienen fingen an, untereinander zu summen und zu brummen, und der Weisel sprach, »Geh nur wieder nach Hause, komm aber morgen um diese Zeit wieder her und bring ein großes Tuch mit, so wird alles gut gehen.« Da kehrte er wieder heim. Die Bienen aber flogen nach dem königlichen Schlosse geradezu in die Fenster hinein, krochen in allen Ecken herum und besahen sich alles aufs Genaueste. Dann flogen sie zurück und bildeten das Schloss in Wachs nach, mit solcher Geschwindigkeit, dass man meinte, es wüchse einem vor den Augen. Schon am Abend war alles fertig, und als der Schneider am folgenden Morgen kam, stand das ganze prächtige Gebäude da, und es fehlte kein Nagel an der Wand und kein Ziegel auf dem Dache. Dabei war es zart und schneeweiß und roch süß wie Honig. Der Schneider packte es vorsichtig in sein Tuch und brachte es dem König.
Der aber konnte sich nicht genug verwundern, stellte es in seinem größten Saal auf und schenkte dem Schneider dafür ein großes, steinernes Haus. Der Schuster aber ließ nicht nach, ging zum dritten Mal zu dem König und sprach: »Herr König, dem Schneider ist zu Ohren gekommen, dass auf dem Schlosshofe kein Wasser springen will. Da hat er sich vermessen, es solle mitten im Hofe mannshoch aufsteigen und hell sein wie Kristall.« Da ließ der König den Schneider herbeiholen und sagte: »Wenn nicht morgen ein Strahl von Wasser in meinem Hofe springt, wie du versprochen hast, so soll dich der Scharfrichter auf demselben Hof um einen Kopf kürzer machen.« Der arme Schneider besann sich nicht lange und eilte zum Tor hinaus, und weil es ihm diesmal ans Leben gehen sollte, rollten ihm die Tränen über die Backen herab. Indem er so voll Trauer dahinging, kam das Füllen herangesprungen, dem einmal die Freiheit geschenkt hatte und aus dem ein hübscher Brauner geworden war. »Jetzt kommt die Stunde«, sprach er zu ihm, »wo ich dir deine Guttat vergelten kann. Ich weiß schon, was dir fehlt, aber es soll dir bald geholfen werden. Sitz nur auf, mein Rücken kann deiner zwei tragen.« Dem Schneider kam das Herz wieder, er sprang in einem Satz auf, und das Pferd rannte in vollem Lauf zur Stadt hinein, geradezu auf den Schlosshof. Da jagte es dreimal rundherum, schnell wie der Blitz, und beim dritten Mal stürzte es nieder. In dem Augenblick aber krachte es furchtbar. Ein Stück Erde sprang in der Mitte des Hofes wie eine Kugel in die Luft und über das Schloss hinaus, und gleich dahinter erhob sich ein Strahl von Wasser so hoch wie ein Mann und Pferd, und das Wasser war so rein wie Kristall, und die Sonnenstrahlen fingen darauf an zu tanzen. Als der König das sah, stand er vor Verwunderung auf, ging und umarmte das Schneiderlein im Angesicht aller Menschen. Aber das Glück dauerte nicht lange. Der König hatte Töchter genug, eine immer schöner als die andere, aber keinen Sohn. Da begab sich der boshafte Schuster zum vierten Mal zu dem König und sprach: »König, der Schneider lässt nicht ab von seinem Übermut. Jetzt hat er sich vermessen, wenn er wolle, so könne er dem Herrn König einen Sohn durch die Lüfte herbeitragen lassen.« Der König ließ den Schneider rufen und sprach: »Wenn du mir binnen 9 Tagen einen Sohn bringen lässt, sollst du meine älteste Tochter zur Frau haben.« »Der Lohn ist freilich groß«, dachte das Schneiderlein, »da täte man wohl ein Übriges, aber die Kirschen hängen mir zu hoch. Wenn ich danach steige, so bricht unter mir der Ast, und ich falle hinab.« Er ging nach Hause, setzte sich mit untergeschlagenen Beinen an seinen Arbeitstisch und bedachte sich, was zu tun wäre. »Es geht nicht«, rief er endlich aus, »ich will fort, hier kann ich doch nicht in Ruhe leben.« Er schnürte sein Bündel und eilte zum Tore hinaus. Als er auf die Wiesen kam, erblickte er seinen alten Freund, den Storch, der da wie ein Weltweiser auf und ab ging, zuweilen stillstand, einen Frosch in nähere Betrachtung nahm und ihn endlich verschluckte. Der Storch kam heran und begrüßte ihn. »Ich sehe«, hob er an, »du hast einen Ranzen auf dem Rücken. Warum willst du die Stadt verlassen?« Der Schneider erzählte ihm, was der König von ihm verlangt hatte und er nicht erfüllen konnte, und jammerte über sein Missgeschick. »Ach, lass dir darüber keine grauen Haare wachsen«, sagte der Storch. »Ich will dir aus der Not helfen. Schon lange bringe ich die Wickelkinder in die Stadt, da kann ich auch einmal einen kleinen Prinzen aus dem Brunnen holen. Geh heim und verhalte dich ruhig. Heute über 9 Tage begib dich in das königliche Schloss, da will ich kommen.« Das Schneiderlein ging nach Hause und war zu rechter Zeit in dem Schlosse. Nicht lange, so kam der Storch herangeflogen und klopfte ans Fenster. Der Schneider öffnete ihm, und Vetter Langbein stieg vorsichtig herein und ging mit gravitätischen Schritten über den glatten Marmorboden. Er hatte aber ein Kind im Schnabel, das schön war wie ein Engel und seine Händchen nach der Königin ausstreckte. Er legte sie auf den Schoß,
und sie herzte und küsste es und war vor Freude außer sich. Der Storch nahm, bevor er wieder wegflog, seine Reisetasche von der Schulter herab und überreichte sie der Königin. Es steckten Tüten darin mit bunten Zuckererbsen. Sie wurden unter die kleinen Prinzessinnen verteilt. Die Älteste aber erhielt nichts, sondern bekam den lustigen Schneider zum Mann. »Es ist mir gerade so«, sprach der Schneider, »als wenn ich das große Los gewonnen hätte. Meine Mutter hatte doch recht, die sagte...« »Wer immer auf Gott vertraut und nur Glück hat, dem kann's nicht fehlen.« Der Schuster musste die Schuhe machen, in denen das Schneiderlein auf dem Hochzeitsfest tanzte. Hernach ward ihm befohlen, die Stadt auf immer zu verlassen. Der Weg nach dem Walde führte ihn zu dem Galgen. Von Zorn, Wut und der Hitze des Tages ermüdet, warf er sich nieder. Als er die Augen zumachte und schlafen wollte, stürzten die beiden Krähen von den Köpfen der Gehängten mit lautem Geschrei herab und hackten ihm die Augen aus. Unsinnig rannte er in den Wald hinein und muß darin verschmachtet sein, denn es hat ihn nie wieder jemand gesehen oder etwas von ihm gehört. Die Bienenkönigin. Zwei Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer und gerieten in ein wildes, wüstes Leben, so daß sie gar nicht wieder nach Hause kamen. Der Jüngste, welcher der Dummling hieß, machte sich auf und suchte seine Brüder. Aber wie er sie endlich fand, verspotteten sie ihn, daß er mit seiner Einfalt sich durch die Welt schlagen wollte, und sie zwei könnten nicht durchkommen und wären doch viel klüger. Sie zogen alle drei miteinander fort und kamen an einen Ameisenhaufen. Die zwei Ältesten wollten ihn auffüllen und sehen, wie die kleinen Ameisen in der Angst herumkröchen und ihre Eier vortrügen. Aber der Dummling sagte, »Lass die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie stört.« Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen viele, viele Enten. Die zwei Brüder wollten ein paar fangen und braten. Aber der Dummling ließ es nicht zu und sprach, »Lass die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie tötet.« Endlich kamen sie an ein Bienennest, darin war so viel Honig, dass er am Stamm herunterlief. Die zwei wollten Feuer unter den Baum legen und die Bienen ersticken, damit sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling hielt sie aber wieder ab und sprach, »Lass die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie verbrennt.« Endlich kamen die drei Brüder in ein Schloss, wo in den Ställen lauter steinerne Pferde standen. Auch war kein Mensch zu sehen, und sie gingen durch alle Säle, bis sie vor eine Tür ganz am Ende kamen. Da hingen drei Schlösser. Es war aber mitten in der Türe ein Lädlein, dadurch konnte man in die Stube sehen. Da sahen sie ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Sie riefen es an, einmal, zweimal, aber es hörte nicht. Endlich riefen sie zum dritten Mal, da stand es auf, öffnete die Schlösser und kam heraus. Es sprach aber kein Wort, sondern führte sie zu einem reich besetzten Tisch. Und als sie gegessen und getrunken hatten, brachte es einen jeglichen in sein eigenes Schlafgemach. Am anderen Morgen kam das graue Männchen zu dem Ältesten, winkte und leitete ihn zu einer steinernen Tafel. Darauf standen drei Aufgaben geschrieben, wodurch das Schloss erlöst werden könnte. Die erste war, in dem Wald unter dem Moos lagen die Perlen der Königstochter, 1000 an der Zahl, die mussten aufgesucht werden. Und wenn vor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, so war der, der gesucht hatte, zu Stein. Der Älteste ging und suchte den ganzen Tag. Als aber der Tag zu Ende war, hatte er erst 100 gefunden. Es geschah, wie auf der Tafel stand, er ward in Stein verwandelt. Am folgenden Tag unternahm der zweite Bruder das Abenteuer. Es ging ihm aber nicht viel besser als dem Ältesten. Er fand nicht mehr als 200 Perlen und ward zu Stein. Endlich kam auch an den Dummling die Reihe. Der suchte im Moos, es war aber so schwer, die Perlen zu finden, und ging so langsam. Da setzte er sich auf einen Stein und weinte.
Und wie er so saß, kam der Ameisenkönig, dem er einmal das Leben erhalten hatte, mit 5000 Ameisen. Und es währte gar nicht lange, so hatten die kleinen Tiere die Perlen miteinander gefunden und auf einen Haufen getragen. Die zweite Aufgabe aber war, den Schlüssel der Schlafkammer der Königstochter aus der See zu holen. Wie der Dummling zur See kam, schwammen die Enten, die er einmal gerettet hatte, heran, tauchten unter und holten den Schlüssel aus der Tiefe. Die dritte Aufgabe aber war die schwerste. Aus den drei schlafenden Töchtern des Königs sollte die jüngste und die liebste herausgesucht werden. Sie glichen sich aber vollkommen und waren durch nichts verschieden, als dass sie, bevor sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten. Die älteste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig Sirup, die jüngste ein Löffel voll Honig. Da kam die Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte, und versuchte den Mund von allen dreien. Zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, der Honig gegessen hatte, und so erkannte der Königssohn die Rechte. Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlafe erlöst, und wer von Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dümmling vermählte sich mit der Jüngsten und Liebsten und ward König nach ihres Vaters Tod. Seine zwei Brüder aber erhielten die beiden anderen Schwestern. Das blaue Licht. Es war einmal ein Soldat, der hatte dem König lange Jahre treu gedient. Als aber der Krieg zu Ende war und der Soldat, der vielen Wunden wegen, die er empfangen hatte, nicht weiter dienen konnte, sprach der König zu ihm, »Du kannst heimgehen, ich brauche dich nicht mehr. Geld bekommst du weiter nicht, denn Lohn erhält nur der, welcher mir Dienste dafür leistet.« Da wußte der Soldat nicht, womit er sein Leben fristen sollte, ging voller Sorgen fort und ging den ganzen Tag, bis er abends in einen Wald kam. Als die Finsternis einbrach, sah er ein Licht, dem näherte er sich und kam zu einem Haus. Darin wohnte eine Hexe. »Gib mir doch ein Nachtlager und ein wenig Essen und Trinken«, sprach er zu ihr, »ich verschmachte sonst.« »Oho«, antwortete sie, »wer gibt einem verlaufenen Soldaten etwas?« »Doch will ich barmherzig sein und dich aufnehmen, wenn du tust, was ich verlange.« »Was verlangst du?« fragte der Soldat. »Dass du mir morgen meinen Garten umgräbst.« Der Soldat willigte ein und arbeitete den folgenden Tag aus allen Kräften, konnte aber vor Abend nicht fertig werden. »Ich sehe wohl«, sprach die Hexe, »dass du heute nicht weiter kannst. Ich will dich noch eine Nacht behalten, dafür sollst du mir morgen ein Fuder Holz spalten und klein machen.« Der Soldat brauchte dazu den ganzen Tag, und abends machte ihm die Hexe den Vorschlag, noch eine Nacht zu bleiben. »Du sollst mir morgen nur eine geringe Arbeit tun. Hinter meinem Hause ist ein alter wasserleerer Brunnen, in den ist mir mein Licht gefallen. Es brennt blau und verlischt nicht. Das sollst du mir wieder heraufholen.« Den andern Tag führte ihn die Alte zu dem Brunnen und ließ ihn in einem Korb hinab. Er fand das blaue Licht und machte ein Zeichen, dass sie ihn wieder hinaufziehen sollte. Sie zog ihn auch in die Höhe, als er aber dem Rand nah war, reichte sie die Hand hinab und wollte ihm das blaue Licht abnehmen. »Nein«, sagte er und merkte ihre bösen Gedanken, »das Licht gebe ich dir nicht eher, als bis ich mit beiden Füßen auf dem Erdboden stehe.« Da geriet die Hexe in Wut, ließ ihn wieder hinab in den Brunnen fallen und ging fort. Der arme Soldat fiel, ohne Schaden zu nehmen, auf den feuchten Boden, und das blaue Licht brannte fort. Aber was konnte ihm das helfen? Er sah wohl, dass er dem Tod nicht entgehen würde. Er saß eine Weile ganz traurig, da griff er zufällig in seine Tasche und fand seine Tabakspfeife, die noch halb gestopft war. »Das soll mein letztes Vergnügen sein«, dachte er, zog sie heraus, zündete sie an dem blauen Licht an und fing an zu rauchen.
Als der Dampf in der Höhle umhergezogen war, stand auf einmal ein kleines schwarzes Männchen vor ihm und fragte, »Ihr Herr, was befiehlst du?« »Was habe ich dir zu befehlen?« erwiderte der Soldat ganz verwundert. »Ich muss alles tun«, sagte das Männchen, »was du verlangst.« »Gut«, sprach der Soldat, »so hilf mir zuerst aus dem Brunnen.« Das Männchen nahm ihn bei der Hand und führte ihn durch einen unterirdischen Gang, vergaß aber nicht, das blaue Licht mitzunehmen. Es zeigte ihm unterwegs die Schätze, welche die Hexe zusammengebracht und da versteckt hatte, und der Soldat nahm so viel Gold, als er tragen konnte. Als er oben war, sprach er zu dem Männchen, »Nun geh hin, bind die alte Hexe und führe sie vor das Gericht.« Nicht lange, so kam sie auf einem wilden Kater mit furchtbarem Geschrei schnell wie der Wind vorbeigeritten, und es dauerte abermals nicht lang, so war das Männchen zurück. »Es ist alles ausgerichtet«, sprach es, »und die Hexe hängt schon am Galgen.« »Herr, was befiehlst du weiter?« fragte der Kleine. »In dem Augenblick nichts«, antwortete der Soldat. »Du kannst nach Haus gehen. Sei nur gleich bei der Hand, wenn ich dich rufe.« »Es ist nichts nötig«, sprach das Männchen, »als dass du deine Pfeife an dem blauen Licht anzündest. Dann stehe ich gleich vor dir.« Darauf verschwand es vor seinen Augen. Der Soldat kehrte in die Stadt zurück, aus der er gekommen war. Er ging in den besten Gasthof und ließ sich schöne Kleider machen, dann befahl er dem Wirt, ihm ein Zimmer so prächtig als möglich einzurichten. Als es fertig war und der Soldat es bezogen hatte, rief er das schwarze Männchen und sprach, »Ich habe dem König treu gedient, er aber hat mich fortgeschickt und mich hungern lassen, dafür will ich jetzt Rache nehmen.« »Was soll ich tun?« fragte der Kleine. »Spät abends, wenn die Königstochter im Bette liegt, so bring sie schlafend hierher. Sie soll Mägdedienste bei mir tun.« Das Männchen sprach, »Für mich ist das ein leichtes, für dich aber ein gefährliches Ding. Wenn das herauskommt, wird es dir schlimmer gehen.« Als es 12 geschlagen hatte, sprang die Türe auf, und das Männchen trug die Königstochter herein. »Aha, bist du da?« rief der Soldat, »frisch an die Arbeit. Geh, hol den Besen und kehr die Stube.« Als sie fertig war, hieß er sie zu seinem Sessel kommen, streckte ihr die Füße entgegen und sprach, »zieh mir die Stiefel aus«, warf sie ihr dann ins Gesicht, und sie musste sie aufheben, reinigen und glänzend machen. Sie tat aber alles, was er ihr befahl, ohne Widerstreben, stumm und mit halbgeschlossenen Augen. Bei dem ersten Hahnenschrei trug sie das Männchen wieder in das königliche Schloss und in ihr Bett zurück. Am andern Morgen, als die Königstochter aufgestanden war, ging sie zu ihrem Vater und erzählte ihm, sie hätte einen wunderlichen Traum gehabt. »Ich ward durch die Straßen mit Blitzesschnelle fortgetragen und in das Zimmer eines Soldaten gebracht. Dem musste ich als Magd dienen und aufwarten und alle gemeine Arbeit tun, die Stube kehren und die Stiefel putzen. Es war nur ein Traum, und doch bin ich so müde, als wenn ich wirklich alles getan hätte.« »Der Traum könnte wahr gewesen sein«, sprach der König. »Ich will dir einen Rat geben. Stecke deine Tasche voll Erbsen und mach ein klein Loch in die Tasche. Wirst du wieder abgeholt, so fallen sie heraus und lassen die Spur auf der Straße.« Als der König so sprach, stand das Männchen unsichtbar dabei und hörte alles mit an. Nachts, als es die schlafende Königstochter wieder durch die Straßen trug, fielen zwar einzelne Erbsen aus der Tasche, aber sie konnten keine Spur machen, denn das listige Männchen hatte vorher in allen Straßen Erbsen verstreut. Die Königstochter aber musste wieder bis zum Hahnschrei Mägdedienste tun. Der König schickte am folgenden Morgen seine Leute aus, welche die Spur suchen sollten, aber es war vergeblich, denn in allen Straßen saßen die armen Kinder und lasen Erbsen auf und sagten, »Es hat heute Nacht Erbsen geregnet.« »Wir müssen etwas anderes aussinnen«, sprach der König. »Behalt deine Schuhe an, wenn du dich zu Bett legst, und ehe du von dort zurückkehrst, verstecke einen davon.
Ich will ihn schon finden.« Das schwarze Männchen vernahm den Anschlag, und als der Soldat abends verlangte, er sollte die Königstochter wieder herbeitragen, riet es ihm ab und sagte, gegen diese List wüsste es kein Mittel, und wenn der Schuh bei ihm gefunden würde, so könnte es ihm schlimmer gehen. »Tu, was ich dir sage«, erwiderte der Soldat, und die Königstochter musste auch in der dritten Nacht wie eine Magd arbeiten. Sie versteckte aber, ehe sie zurückgetragen wurde, einen Schuh unter das Bett. Am andern Morgen ließ der König in der ganzen Stadt den Schuh seiner Tochter suchen. Er ward bei dem Soldaten gefunden, und der Soldat selbst, der sich auf Bitten des Kleinen zum Tor hinausgemacht hatte, ward bald eingeholt und ins Gefängnis geworfen. Er hatte sein Bestes bei der Flucht vergessen, das blaue Licht und das Gold, und hatte nur noch einen Dukaten in der Tasche. Als er nun, mit Ketten belastet, an dem Fenster seines Gefängnisses stand, sah er einen seiner Kameraden vorbeigehen. Er klopfte an die Scheibe, und als er herbeikam, sagte er, »Sei so gut und hol mir das kleine Bündelchen, das ich in dem Gasthaus habe liegen lassen. Ich gebe dir dafür einen Dukaten.« Der Kamerad lief hin und brachte ihm das Verlangte. Sobald der Soldat wieder allein war, steckte er seine Pfeife an und ließ das schwarze Männchen kommen. »Sei ohne Furcht«, sagte es zu seinem Herrn, »geh hin, wo sie dich hinführen, und lass alles geschehen. Nimm nur das blaue Licht mit.« Am andern Tag ward Gericht über den Soldaten gehalten, und obgleich er nichts Böses getan hatte, verurteilte ihn der Richter doch zum Tode. Als er nun hinausgeführt wurde, bat er den König um eine letzte Gnade. »Was für eine?« fragte der König. »Dass ich auf dem Weg noch eine Pfeife rauchen darf.« »Du kannst drei rauchen«, antwortete der König, »aber glaube nicht, dass ich dir das Leben schenke.« Da zog der Soldat seine Pfeife heraus und zündete sie an dem blauen Lichte an. Und wie ein paar Ringel vom Rauch aufgestiegen waren, so stand schon das Männchen da, hatte einen kleinen Knüppel in der Hand und sprach, »Was befiehlst du, mein Herr?« »Schlag mir da die falschen Richter und ihre Häscher zu Boden und verschone auch den König nicht, der mich so schlecht behandelt hat.« Da fuhr das Männchen wie der Blitz zickzack hin und her, und wen es mit seinem Knüppel nur anrührte, der fiel schon zu Boden und getraute sich nicht mehr zu regen. Dem König ward Angst, er legte sich auf das Bitten, und um nur das Leben zu behalten, gab er dem Soldaten das Reich und seine Tochter zur Frau. Die Brautschau. Es war ein junger Hirt, der wollte gerne heiraten. Und er kannte drei Schwestern, davon war eine so schön wie die andere, dass ihm die Wahl schwer wurde und er sich nicht entschließen konnte, einer davon den Vorzug zu geben. Da fragte er seine Mutter um Rat. Die sprach, »Lad alle drei ein und setz ihnen Käs vor und hab Acht, wie sie ihn anschneiden.« Das tat der Jüngling. Die erste aber verschlang den Käs mit der Rinde. Die zweite schnitt in der Hast die Rinde vom Käs ab, weil sie aber so hastig war, ließ sie noch viel Gutes daran und warf das mit weg. Die dritte schälte ordentlich die Rinde ab, nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Hirt erzählte das alles seiner Mutter, da sprach sie, »Nimm die dritte zu deiner Frau.« Das tat er und lebte zufrieden und glücklich mit ihr. Die Bremer Stadtmusikanten. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, so daß er zur Arbeit immer untauglicher wurde. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen. Aber der Esel merkte, daß kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könne er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der jappte wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was jappst du so, pack an?« fragte der Esel. »Och«,
sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr totschlagen wollen. Da hab ich Reis ausgenommen. Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?« »Weißt du was?« sprach der Esel. »Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauke.« Der Hund war zufrieden und sie ging weiter. Es dauerte nicht lange, so saß eine Katze am Weg und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. »Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?« fragte der Esel. »Wer kann da so lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht?« antwortete die Katze. »Weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumjage, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin?« »Geh mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden.« Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die 3 Landesflüchtigen an einem Hofe vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. »Du schreist einem durch Mark und Bein«, sprach der Esel. »Was hast du vor?« »Da hab ich gut Wetter prophezeit«, sprach der Hahn. »Weil unserer lieben Frauen Tag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will. Aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen. Und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Halse, solange ich noch kann.« »Ei, was du Rotkopf«, sagte der Esel. »Zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben.« Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle 4 zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum. Die Katze und der Hahn machten sich in die Äste. Der Hahn aber flog bis in die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen 4 Winden um. Da deuchte ihn, er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu, es müsste gar nicht weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht. Sprach der Esel, »So müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht.« Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald heller schimmern. Und es ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel als der Größte näherte sich dem Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Grauschimmel?« fragte der Hahn. »Was ich sehe«, antwortete der Esel, »ist ein gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken. Und Räuber sitzen daran und lassen sich's wohl sein.« »Das wäre was für uns«, sprach der Hahn. »Ja, ja, ach, wären wir da«, sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern, und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fing sie auf ein Zeichen insgesamt an, ihre Musik zu machen.
Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders, als ein Gespenst käme herein, und flohen in größter Furcht in den Wald hinein. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem Vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen, als wenn sie 4 Wochen hungern sollten. Wie die 4 Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstätte, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche und der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken. Und weil sie müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von Weitem sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles ruhig schien, sprach der Hauptmann, »Wir hätten uns doch nicht sollen ins Boxhorn jagen lassen«, und hieß ein Hingehen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche, ein Licht anzuzünden, und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte. Da erschrak er gewaltig, lief und wollte zur Hintertür hinaus, aber der Hund, der da lag, sprang auf und biss ihn ins Bein. Und als er über den Hof an dem Mist vorbeirannte, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der von dem Lärm aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balken herab, »Kikriki!« Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück und sprach, »In dem Hause sitzt eine gräuliche Hexe, die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkratzt. Und vor der Tür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen, und auf dem Hofe liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen, und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief, »Bringt mir den Schelm her!« Da machte ich, dass ich fortkam.« Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus. Den 4 Bremer Stadtmusikanten gefiel's aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. Und der das zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm. Bruder Lustig. Es war einmal ein großer Krieg, und als der Krieg zu Ende war, bekamen viele Soldaten ihren Abschied. Nun bekam der Bruder Lustig auch seinen Abschied und sonst nichts als ein kleines Laibchen Kommissbrot und 4 Kreuzer an Geld. Damit zog er fort. Der heilige Petrus aber hatte sich als ein armer Bettler an den Weg gesetzt, und wie der Bruder Lustig daherkam, bat er ihn um ein Almosen. Er antwortete, »Lieber Bettelmann, was soll ich dir geben? Ich bin Soldat gewesen und habe meinen Abschied bekommen und habe sonst nichts als das kleine Kommissbrot und 4 Kreuzer Geld. Wenn das alles, muss ich betteln so wie du. Doch geben will ich dir was.« Darauf teilte er den Leib in 4 Teile und gab davon dem Apostel einen und auch 1 Kreuzer. Der heilige Petrus bedankte sich, ging weiter und setzte sich in einer anderen Gestalt wieder als Bettelmann dem Soldaten an den Weg, und als er zu ihm kam, bat er ihn, wie das vorige Mal, um eine Gabe. Der Bruder Lustig sprach wie vorher und gab ihm wieder 1/4 von dem Brot und 1 Kreuzer. Der heilige Petrus bedankte sich und ging weiter, setzte sich aber zum 3. Mal in einer anderen Gestalt als ein Bettler an den Weg und sprach den Bruder Lustig an. Der Bruder Lustig gab auch ihm das 3/4 Brot und den 3. Kreuzer. Der heilige Petrus bedankte sich, und der Bruder Lustig ging weiter und hatte nicht mehr als 1/4 Brot und 1 Kreuzer. Damit ging er in ein Wirtshaus, aß das Brot und ließ sich für den Kreuzer Bier dazu geben.
Als er fertig war, zog er weiter, und da ging ihm der heilige Petrus gleichfalls in der Gestalt eines verabschiedeten Soldaten entgegen und redete ihn an. »Guten Tag, Kamerad. Kannst du mir nicht ein Stück Brot geben und einen Kreuzer zu einem Trunk?« »Wo soll ich's hernehmen?« antwortete der Bruder lustig. »Ich habe meinen Abschied und sonst nichts als einen Laib Kommissbrot und 4 Kreuzer an Geld bekommen. 3 Bettler sind mir auf der Landstraße begegnet. Davon habe ich jedem 1/4 von meinem Brot und 1 Kreuzer Geld gegeben. Das letzte Viertel habe ich im Wirtshaus gegessen und für den letzten Kreuzer dazu getrunken. Jetzt bin ich leer, und wenn du auch nichts mehr hast, so können wir miteinander betteln gehen.« »Nein«, antwortete der heilige Petrus, »das wird nicht nötig sein. Ich verstehe mich ein wenig auf die Doktorei, und damit will ich mir schon so viel verdienen, als ich brauche.« »Boah«, sagte der Bruder lustig, »davon verstehe ich nichts. Also muss ich allein betteln gehen.« »Nun komm nur mit«, sprach der heilige Petrus. »Wenn ich etwas verdiene, sollst du die Hälfte davon haben.« »Ja, das ist mir wohl recht«, sagte der Bruder lustig. Also zogen sie miteinander fort. Nun kamen sie an ein Bauernhaus und hörten darin gewaltig jammern und schreien. Da gingen sie hinein, so lag der Mann darin auf den Tod krank und war nahe am Verscheiden. Und die Frau heulte und weinte ganz laut. »Lasst euer Heulen und Weinen«, sprach der heilige Petrus. »Ich will den Mann wieder gesund machen«, nahm eine Salbe aus der Tasche und heilte den Kranken augenblicklich, so dass er aufstehen konnte und ganz gesund war. Sprachen Mann und Frau in großer Freude, »Wie können wir euch lohnen? Was sollen wir euch geben?« Der heilige Petrus aber wollte nichts nehmen, und je mehr ihn die Bauersleute baten, desto mehr weigerte er sich. Der Bruder lustig aber stieß den heiligen Petrus an und sagte, »So nimm doch was, wir brauchen's ja.« Endlich brachte die Bäuerin ein Lamm und sprach zu dem heiligen Petrus, das müsste er annehmen, aber er wollte es nicht. Da stieß ihn der Bruder lustig in die Seite und sprach, »Nimm's doch, dummer Teufel, wir brauchen's ja.« Da sagte der heilige Petrus endlich, »Ja, das Lamm will ich nehmen, aber ich trag's nicht. Wenn du's willst, so musst du's tragen.« »Das hat keine Not«, sprach der Bruder lustig, »das will ich schon tragen«, und nahm's auf die Schulter. Nun gingen sie fort und kamen in einen Wald, da war das Lamm dem Bruder lustig schwer geworden. Er aber war hungrig. Also sprach er zu dem heiligen Petrus, »Schau, da ist ein schöner Platz, da könnten wir das Lamm kochen und verzehren.« »Mir ist's recht«, antwortete der heilige Petrus, »doch kann ich mit der Kocherei nicht umgehen. Willst du es kochen, so hast du da einen Kessel. Ich will derweil auf und ab gehen, bis es gar ist. Du musst aber nicht eher zu essen anfangen, als bis ich wieder zurück bin. Ich will schon zu rechter Zeit kommen.« »Geh nur«, sagte Bruder lustig, »ich verstehe mich aufs Kochen, ich will's schon machen.« Da ging der heilige Petrus fort, und der Bruder lustig schlachtete das Lamm, machte Feuer an, warf das Fleisch in den Kessel und kochte. Das Lamm war aber schon gar und der Apostel noch immer nicht zurück. Da nahm es der Bruder lustig aus dem Kessel, zerschnitt es und fand das Herz. »Das soll das Beste sein«, sprach er und versuchte es, zuletzt aber aß er es ganz auf. Endlich kam der heilige Petrus zurück und sprach, »Du kannst das ganze Lamm allein essen. Ich will nur das Herz davon. Das gib mir.« Da nahm Bruder lustig Messer und Gabel, tat, als suchte er eifrig in dem Lammfleisch herum, konnte das Herz aber nicht finden. Endlich sagte er kurzweg, »Es ist keins da.« »Nun, wo soll's denn sein?« fragte der Apostel. »Das weiß ich nicht«, antwortete der Bruder lustig. »Aber schau, was sind wir alle beide für Narren, suchen das Herz vom Lamm, und fällt keinem von uns ein, ein Lamm hat ja gar kein Herz.« »Ei,
sprach der heilige Petrus. »Das ist was ganz Neues. Jedes Tier hat ja ein Herz. Warum sollte ein Lamm kein Herz haben?« »Nein, gewisslich, Bruder, ein Lamm hat kein Herz. Denk nur recht nach, so wird's dir einfallen. Es hat im Ernst keins.« »Nun, es ist schon gut«, sagte der heilige Petrus. »Ist kein Herz da, so brauche ich auch nichts vom Lamm. Du kannst's alleine essen.« »Was ich halt nicht aufessen kann, das nehme ich mit in meinem Ranzen«, sprach der Bruder lustig, aß das halbe Lamm und steckte das Übrige in seinen Ranzen. Sie gingen weiter. Da machte der heilige Petrus, dass ein großes Wasser quer über den Weg floss und sie hindurch mussten. Sprach der heilige Petrus, »Geh nur voran.« »Nein«, antwortete der Bruder lustig, »geh du voran«, und dachte, »wenn das Wasser zu tief ist, so bleib ich zurück.« Da schritt der heilige Petrus hindurch, und das Wasser ging ihm nur bis an die Knie. Nun wollte auch Bruder lustig hindurch, aber das Wasser wurde größer und stieg ihm an den Hals. Da rief er, »Bruder, hilf mir«, sagte der heilige Petrus, »willst du auch gestehen, dass du das Herz von dem Lamm gegessen hast?« »Nein«, antwortete er, »ich hab es nicht gegessen.« Da ward das Wasser noch größer und stieg ihm bis an den Mund. »Hilf mir, Bruder«, rief der Soldat. Sprach der heilige Petrus noch einmal, »willst du auch gestehen, dass du das Herz vom Lamm gegessen hast?« »Nein«, antwortete er, »ich hab es nicht gegessen.« Der heilige Petrus wollte ihn doch nicht ertrinken lassen, ließ das Wasser wieder fallen und half ihm hinüber. Nun zogen sie weiter und kamen in ein Reich, da hörten sie, dass die Königstochter todkrank läge. »Holla, Bruder«, sprach der Soldat zum heiligen Petrus, »da ist ein Fang für uns. Wenn wir die gesund machen, so ist uns auf ewige Zeiten geholfen.« Da war ihm der heilige Petrus nicht geschwind genug. »Nun heb die Beine auf, Bruderherz«, sprach er zu ihm, »dass wir noch zur rechten Zeit kommen.« Der heilige Petrus ging aber immer langsamer, wie auch der Bruder lustig ihn trieb und schob, bis sie endlich hörten, die Königstochter wäre gestorben. »Da haben wir's«, sprach der Bruder lustig, »das kommt von deinem schläfrigen Gang.« »Ach, sei nur still«, antwortete der heilige Petrus, »ich kann noch mehr als Kranke gesund machen, ich kann auch Tote wieder ins Leben erwecken.« »Oh, nun, wenn das ist«, sagte der Bruder lustig, »so lass ich's mir gefallen, das halbe Königreich musst du uns aber zum wenigsten damit verdienen.« Darauf ging sie in das königliche Schloss, wo alles in großer Trauer war. Der heilige Petrus aber sagte zu dem König, er wollte die Tochter wieder lebendig machen. Da ward er zu ihr geführt, und dann sprach er, »bringt mir einen Kessel mit Wasser.« Und wie der gebracht war, hieß er jedermann hinausgehen, und nur der Bruder lustig durfte bei ihm bleiben. Darauf schnitt er alle Glieder der Toten los und warf sie ins Wasser, machte Feuer unter den Kessel und ließ sie kochen. Und wie alles Fleisch von den Knochen herabgefallen war, nahm er das schöne weiße Gebein heraus und legte es auf eine Tafel und reihte und legte es nach seiner natürlichen Ordnung zusammen. Als das geschehen war, trat er davor und sprach dreimal, »Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Tote, steh auf!« Und beim dritten Mal erhob sich die Königstochter lebendig, gesund und schön. Nun war der König darüber in großer Freude und sprach zum heiligen Petrus, »Begehre deinen Lohn, und wenn's mein halbes Königreich wäre, so will ich dir's geben.« Der heilige Petrus aber antwortete, »Ich verlange nichts dafür.« »Och, du Hansner«, dachte der Bruder lustig bei sich, stieß seinen Kameraden in die Seite und sprach, »sei doch nicht so dumm. Wenn du nicht willst, so brauch ich doch was.« Der heilige Petrus aber wollte nichts,
Doch weil der König sah, dass der andere gerne was wollte, ließ er ihm vom Schatzmeister seinen Ranzen mit Gold anfüllen. Sie zogen darauf weiter, und wie sie in einen Wald kamen, sprach der heilige Petrus zum Bruder Lustig, »Jetzt wollen wir das Gold teilen.« »Ja«, antwortete er, »das wollten wir tun.« Da teilte der heilige Petrus das Gold und teilte es in 3 Teile. Da dachte der Bruder Lustig, was er wieder für einen Sparren im Kopf hat, macht 3 Teile und unserer sind 2. Der heilige Petrus aber sprach, nun habe ich genau geteilt, 1 Teil für mich, 1 Teil für dich und 1 Teil für den, der das Herz vom Lamm gegessen hat. »Oh, das hab ich gegessen«, antwortete der Bruder Lustig und strich geschwind das Gold ein. »Das kannst du mir glauben.« »Wie kann das wahr sein?« sprach der heilige Petrus. »Ein Lamm hat ja kein Herz.« »Ei, was, Bruder, wo denkst du hin? Ein Lamm hat ja ein Herz, so gut wie jedes Tier. Warum sollte das allein keins haben?« »Nun, es ist schon gut«, sagte der heilige Petrus, »behalt das Gold allein, aber ich bleibe nicht mehr bei dir und will meinen Weg allein gehen.« »Na, wie du willst, Bruderherz«, antwortete der Soldat, »leb wohl.« Da ging der heilige Petrus eine andere Straße, Bruder Lustig aber dachte, »na, es ist gut, dass er abtrabt, es ist doch ein wunderlicher Heiliger.« Nun hatte er zwar Geld genug, wusste aber nicht, mit sich umzugehen, vertat's, verschenkt's, und wie eine Zeit herum war, hatte er wieder nichts. Da kam er in ein Land, wo er hörte, dass die Königstochter gestorben wäre. »Holla«, dachte er, »das kann gut werden, die will ich wieder lebendig machen und mir's bezahlen lassen, dass es eine Art hat.« Ging also zum König und bot ihm an, die Tote wieder zu erwecken. Nun hatte der König gehört, dass ein abgedankter Soldat herumziehe und die Gestorbenen wieder lebendig mache, und dachte, der Bruder Lustig wäre dieser Mann. Doch weil er kein Vertrauen zu ihm hatte, fragte er erst seine Räte. Die sagten aber, er könnte es wagen, da seine Tochter doch tot wäre. Nun ließ sich der Bruder Lustig Wasser im Kessel bringen, hieß jedermann hinauszugehen, schnitt die Glieder ab, warf sie ins Wasser und machte Feuer darunter, gerade wie er es beim heiligen Petrus gesehen hatte. Das Wasser fing an zu kochen und das Fleisch fiel herab. Da nahm er das Gebein heraus und tat es auf die Tafel. Er wusste aber nicht, in welcher Ordnung es liegen musste, und legte alles verkehrt durcheinander. Dann stellte er sich davor und sprach, »Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Tote, steh auf!« Und er sprach's 3-mal, aber die Gebeine rührten sich nicht. Da sprach er es noch 3-mal, aber gleichfalls umsonst. »Na, du Blitzmädel, steh auf«, rief er, »steh auf, oder es geht dir nicht gut.« Wie er das gesprochen, kam der heilige Petrus auf einmal in seiner vorigen Gestalt als verabschiedeter Soldat durchs Fenster hereingegangen und sprach, »Du gottloser Mensch, was treibst du da? Wie kann die Tote auferstehen, da du ihr Gebein so untereinander geworfen hast?« »Bruderherz, ich hab's gemacht, so gut ich konnte«, antwortete er. »Diesmal will ich dir aus der Not helfen, aber das sag ich dir, wo du noch einmal so etwas unternimmst, so bist du unglücklich und darfst du von dem König nicht das Geringste dafür begehren oder annehmen.« Darauf legte der heilige Petrus die Gebeine in ihre rechte Ordnung, sprach 3-mal zu ihr, »Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Tote, steh auf!« Und die Königstochter stand auf, war gesund und schön wie vorher. Nun ging der heilige Petrus wieder durchs Fenster hinaus. Der Bruder Lustig war froh, dass es so gut abgelaufen war, ärgerte sich aber doch, dass er nichts dafür nehmen sollte. »Ich möchte nur wissen«, dachte er, »was der für Mucken im Kopf hat, denn was er mit der einen Hand gibt, das nimmt er mit der anderen. Da ist kein Verstand drin.«
Nun bot der König dem Bruder lustig an, was er haben wollte. Er durfte aber nichts nehmen, doch brachte er es durch Anspielung und Listigkeit dahin, dass ihm der König seinen Ranzen mit Gold füllen ließ. Und damit zog er ab. Als er hinauskam, stand vor dem Tor der heilige Petrus und sprach, »Schau, was du für ein Mensch bist. Habe ich dir nicht verboten, etwas zu nehmen? Und nun hast du den Ranzen doch voll Gold.« »Was kann ich dafür?« antwortete der Bruder lustig, »wenn mir's hineingesteckt wird.« »Das sag ich dir, dass du nicht zum zweiten Mal solche Dinge unternimmst, sonst soll es dir schlimmer gehen.« »Ei, Bruder, sag doch nicht, jetzt hab ich Gold, was will ich mich da mit dem Knochenwaschen abgeben?« »Ja«, sprach der heilige Petrus, »das Gold wird lang dauern. Damit du aber hernach nicht wieder auf unerlaubten Wegen gehst, so will ich deinen Ranzen die Kraft geben, dass alles, was du dir hineinwünschest, auch drin sein soll. Leb wohl, du siehst mich nun nicht wieder.« »Gott befohlen«, sprach der Bruder lustig und dachte, »ich bin froh, dass du fortgehst, du wunderlicher Kauz. Ich will dir wohl nicht nachgehen.« An die Wunderkraft aber, die seinem Ranzen verliehen war, dachte er nicht weiter. Bruder Lustig zog mit seinem Gold umher und vertat's und verfummeit's, wie's das erste Mal war. Als er nun nichts mehr als 4 Kreuzer hatte, kam an einem Wirtshaus vorbei und dachte, »das Geld muss fort«, und ließ sich für 3 Kreuzer Wein und 1 Kreuzer Brot geben. Wie er da saß und trank, kam ihm der Geruch von gebratenen Gänsen in die Nase. Bruder Lustig schaute und guckte und sah, dass der Wirt 2 Gänse in der Ofenröhre hatte. Da fiel ihm ein, dass ihm sein Kamerad gesagt hatte, was er sich in seinen Ranzen wünschte, das sollte darin sein. »Holla, das musst du mit den Gänsen versuchen.« Also ging er hinaus und vor der Türe sprach er, »so wünsch ich die 2 gebratenen Gänse aus der Ofenröhre in meinen Ranzen.« Wie er das gesagt hatte, schnallte er ihn auf und schaute hinein, und da lagen die beiden darin. »Oh, so ist's recht«, sprach er, »nun bin ich ein gemachter Kerl«, ging fort auf eine Wiese und holte den Braten hervor. Wie er so im besten Essen war, kamen 2 Handwerksburschen daher und sahen die eine Gans, die noch nicht angerührt war, mit hungrigen Augen an. Da dachte der Bruder lustig, »mit einer hast du genug«, rief die beiden Burschen herbei und sprach, »da, nehmt die Gans und verzehrt sie auf meine Gesundheit.« Sie bedankten sich, gingen damit ins Wirtshaus, ließen sich eine halbe Wein und ein Brot geben, packten die geschenkte Gans aus und fingen an zu essen. Die Wirtin sah zu und sprach zu ihrem Mann, »die 2 essen eine Gans. Sieh doch nach, ob's nicht eine von unsern aus der Ofenröhre ist.« Der Wirt lief hin, da war die Ofenröhre leer. »Was, ihr Diebesgesindel, so wohl feil wollt ihr Gänse essen? Gleich bezahlt, oder ich will euch mit grünem Haselsaft waschen.« Die 2 sprachen, »wir sind keine Diebe, ein abgedankter Soldat hat uns die Gans draußen auf der Wiese geschenkt.« »Ihr sollt mir keine Nase drehen, der Soldat ist hier gewesen, aber als ein ehrlicher Kerl zur Tür hinausgegangen, auf den hab ich Acht gehabt. Ihr seid die Diebe und sollt bezahlen.« Da sie aber nicht bezahlen konnten, nahm er den Stock und prügelte sie zur Türe hinaus. Bruder Lustig ging seiner Wege und kam an einen Ort, da stand ein prächtiges Schloss und nicht weit davon ein schlechtes Wirtshaus. Er ging in das Wirtshaus und bat um ein Nachtlager, aber der Wirt wies ihn ab und sprach, »es ist kein Platz mehr da, das Haus ist voll vornehmer Gäste.« »Das nimmt mich Wunder«, sprach der Bruder Lustig, »dass sie zu euch kommen und nicht in das prächtige Schloss gehen.« »Ja«, antwortete der Wirt, »es hat was an sich, dort eine Nacht zu liegen. Wer es noch versucht hat, ist nicht lebendig wieder herausgekommen.« »Wenn's andere versucht haben«, sagte der Bruder Lustig, »will ich's auch versuchen.« »Das lässt nur bleiben«, sprach der Wirt, »es geht euch an den Hals.« »Es wird nicht gleich an den Hals gehen«, sagte der Bruder lustig, »gebt mir nur die Schlüssel und brav essen und trinken mit.«
Nun gab ihm der Wirt die Schlüssel und Essen und Trinken, und damit ging der Bruder lustig ins Schloss, ließ sich's gut schmecken, und als er endlich schläfrig wurde, legte er sich auf die Erde, denn es war kein Bett da. Er schlief auch bald ein, in der Nacht aber wurde er von einem großen Lärm aufgeweckt, und wie er sich ermunterte, sah er 9 hässliche Teufel in dem Zimmer. Die hatten einen Kreis um ihn gemacht und tanzten um ihn herum. Sprach der Bruder lustig, »Nun, tanzt, solange ihr wollt, aber komm mir keiner zu nah.« Die Teufel aber drangen immer näher auf ihn ein und traten ihm mit ihren garstigen Füßen fast ins Gesicht. »Habt Ruhe, ihr Teufelsgespenster«, sprach er, aber sie trieben es immer ärger. Da ward der Bruder lustig bös und rief, »Holla, ich will bald Ruhe stiften«, kriegte ein Stuhlbein und schlug mitten hinein. Aber 9 Teufel gegen 1 Soldaten war doch zu viel, und wenn er auf den vorderen zuschlug, so packten ihn die anderen hinten bei den Haaren und rissen ihn erbärmlich. »Teufelspack«, rief er, »jetzt wird's mir zu arg. Wartet aber, alle 9 in meinen Ranzen hinein.« Husch, steckten sie darin. Und nun schnallte er ihn zu und warf ihn in eine Ecke. Da war's auf einmal still, und Bruder Lustig legte sich wieder hin und schlief bis an den hellen Morgen. Nun kamen der Wirt und der Edelmann, dem das Schloss gehörte, und wollten sehen, wie es ihm ergangen wäre. Als sie ihn gesund und munter erblickten, erstaunten sie und fragten, »Haben euch denn die Geister nichts getan?« »Warum nicht gar?« antwortete Bruder Lustig. »Ich habe sie alle 9 in meinem Ranzen. Ihr könnt euer Schloss wieder ganz ruhig bewohnen. Es wird von nun an keiner mehr daran umgehen.« Da dankte ihm der Edelmann, beschenkte ihn reichlich und bat ihn, in seinen Diensten zu bleiben. Er wollte ihn auf seinen Lebtag versorgen. »Nein«, antwortete er, »ich bin an das Herumwandern gewöhnt. Ich will weiterziehen.« Da ging der Bruder Lustig fort, trat in eine Schmiede und legte den Ranzen, worin die 9 Teufel waren, auf den Amboss und bat den Schmied und seine Gesellen zuzuschlagen. Die schlugen mit ihren großen Hämmern aus allen Kräften zu, daß die Teufel ein erbärmliches Gekreisch erhoben. Wie er danach den Ranzen aufmachte, waren 8 tot. Einer aber, der in einer Falte gesessen hatte, war noch lebendig, schlüpfte heraus und fuhr wieder in die Hölle. Darauf zog der Bruder Lustig noch lange in der Welt herum, und wer es wüsste, könnte viel davon erzählen. Endlich aber wurde er alt und dachte an sein Ende. Da ging er zu einem Einsiedler, der als ein frommer Mann bekannt gewesen war, und sprach zu ihm, »Ich bin das Wandern müde und will nun trachten, in das Himmelreich zu kommen.« Der Einsiedler antwortete, »Es gibt 2 Wege. Der eine ist breit und angenehm und führt zur Hölle. Der andere ist eng und rau und führt zum Himmel.« »Da müsste ich ein Narr sein«, dachte der Bruder Lustig, »wenn ich den engen und rauen Weg gehen sollte.« Machte sich auf und ging den breiten und angenehmen Weg und kam endlich zu einem großen schwarzen Tor. Und das war das Tor der Hölle. Bruder Lustig klopfte an, und der Torwächter guckte, wer da wäre. Wie er aber den Bruder Lustig sah, erschrak er, denn er war gerade der 9. Teufel, der mit in dem Ranzen gesteckt hatte und mit einem blauen Auge davongekommen war. Darum schob er den Riegel geschwind wieder vor, lief zum Obersten der Teufel und sprach, »Draußen ist ein Kerl mit einem Ranzen und will herein, aber lasst ihn beileibe nicht herein, er wünscht sonst die ganze Hölle in seinen Ranzen. Er hat mich einmal garstig darin hämmern lassen.« Also ward dem Bruder Lustig hinausgerufen, er sollte wieder abgehen, er käme nicht herein. »Wenn Sie mich da nicht haben wollen«, dachte Bruder Lustig, »will ich sehen, ob ich im Himmel ein Unterkommen finde. Irgendwo muss ich doch bleiben.« Kehrte also um und zog weiter, bis er vor das Himmelstor kam, wo er auch anklopfte. Der heilige Petrus saß gerade dabei als Torwächter. Der Bruder Lustig erkannte ihn gleich und dachte, »Hier findest du einen alten Freund. Da wird's besser gehen.«
Aber der heilige Petrus sprach, »Ich glaube gar, du willst in den Himmel?« »Lass mich doch ein, Bruder, ich muss doch wo einkehren. Hätten sie mich in der Hölle aufgenommen, so wäre ich nicht hierher gegangen.« »Nein«, sagte der heilige Petrus, »du kommst nicht herein.« »Nun, willst du mich nicht einlassen, so nimm auch deinen Ranzen wieder. Dann will ich gar nichts von dir haben«, sprach der Bruder lustig. »So gib ihn her«, sagte der heilige Petrus. Da reichte er den Ranzen durchs Gitter in den Himmel hinein, und der heilige Petrus nahm ihn und hing ihn neben seinem Sessel auf. Da sprach der Bruder lustig, »Nun wünsche ich mich selbst in meinen Ranzen hinein.« Husch war er darin und saß nun im Himmel, und der heilige Petrus musste ihn darin lassen. Brüderchen und Schwesterchen. Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach, »Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hündlein unter dem Tisch geht's besser. Dem wirft sie noch manchmal einen guten Bissen zu. Das Gott erbarm! Wenn das unsere Mutter wüsste! Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen!« Sie gingen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine, und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen, »Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen.« Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Am anderen Morgen, als sie aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen, »Schwesterchen, mich dürstet. Wenn ich ein Brünnlein wüsste, ich ging und tränk einmal. Ich meine, ich hörte eins rauschen.« Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand, und sie wollten das Brünnlein suchen. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen waren, war ihnen nachgeschlichen, heimlich wie die Hexen schleichen, und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Als sie nun ein Brünnlein fanden, das so glitzerig über die Steine sprang, wollte das Brüderchen daraus trinken. Aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger.« Da rief das Schwesterchen, »Ich bitte dich, Brüderlein, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißt mich.« Das Brüderchen trank nicht, obgleich es so großen Durst hatte, und sprach, »Ich will warten bis zur nächsten Quelle.« Als sie zum zweiten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterchen, wie auch dieses sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf! Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf!« Da rief das Schwesterchen, »Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Wolf und frissest mich.« Das Brüderchen trank nicht und sprach, »Ich will warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen, aber dann muss ich trinken. Du magst sagen, was du willst. Mein Durst ist gar zu groß.« Und als sie zum dritten Brünnlein kam, hörte das Schwesterlein, wie es im Rauschen sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh.« Das Schwesterchen sprach, »Ach, Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort.« Aber das Brüderchen hatte sich gleich beim Brünnlein niedergekniet, hinabgebeugt und von dem Wasser getrunken, und wie die ersten Tropfen auf seine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehkälbchen. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwünschte Brüderchen, und das Rehchen weinte auch und saß so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich, »Sei still, liebes Rehchen, ich will dich ja nimmermehr verlassen.« Dann band es sein goldenes Strumpfband ab,
tat es dem Riechen um den Hals und rupfte Binsen und flocht ein weiches Seil daraus. Daran band es das Tierchen und führte es weiter und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie lange, lange gegangen waren, kamen sie endlich an ein kleines Haus. Und das Mädchen schaute hinein, und weil es leer war, dachte es, »Hier können wir bleiben und wohnen.« Da suchte es dem Riechen Laub und Moos zu einem weichen Lager, und jeden Morgen ging es aus und sammelte sich Wurzeln, Beeren und Nüsse. Und für das Riechen brachte es zartes Gras mit, das fraß es ihm aus der Hand, war vergnügt und spielte vor ihm herum. Abends, wenn Schwesterchen müde war und sein Gebet gesagt hatte, legte es seinen Kopf auf den Rücken des Rehkälbchens, das war sein Kissen, darauf, dass es sanft einschlief. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, wäre es ein herrliches Leben gewesen. Das dauerte eine Zeit lang, dass sie so allein in der Wildnis waren. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes eine große Jagd in dem Wald hielt. Da schallte das Hörnerblasen, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume, und das Rehlein hörte es und wäre gar zu gerne dabei gewesen. »Och«, sprach es zu dem Schwesterlein, »lass mich hinaus in die Jagd, ich kann's nicht länger mehr aushalten«, und bat so lange, bis es einwilligte. »Aber«, sprach es zu ihm, »komm mir ja abends wieder, vor den wilden Jägern schließ ich mein Türlein«, »und damit ich dich kenne, so klopf und sprich, mein Schwesterlein, lass mich herein. Und wenn du so nicht sprichst, so schließe ich mein Türlein nicht auf.« Nun sprang das Rehchen hinaus, und es war ihm so wohl, und es war so lustig in freier Luft. Der König und seine Jäger sahen das schöne Tier und setzten ihm nach, aber sie konnten es nicht einholen, und wenn sie meinten, sie hätten es gewiss, da sprang es über das Gebüsch weg und war verschwunden. Als es dunkel ward, lief es zu dem Häuschen, klopfte und sprach, »Mein Schwesterchen, lass mich herein!« Da ward ihm die kleine Tür aufgetan, es sprang hinein und ruhte sich die ganze Nacht auf seinem weichen Lager aus. Am anderen Morgen ging die Jagd von Neuem an, und das Rehlein hörte das Hilfhorn und das Ho-Ho der Jäger und hatte keine Ruhe und sprach, »Schwesterchen, mach mir auf, ich muß hinaus.« Das Schwesterchen öffnete ihm die Türe und sprach, »Aber zum Abend musst du wieder da sein und dein Sprüchlein sagen.« Als der König und seine Jäger das Rehlein mit dem goldenen Halsband wiedersahen, jagten sie ihm alle nach, aber es war ihnen zu schnell und zu behend. Das währte den ganzen Tag. Endlich aber hatten es die Jäger abends umzingelt, und einer verwundete es ein wenig am Fuß, so daß es hinken mußte und langsam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach bis zu dem Häuschen und hörte, wie es rief, »Mein Schwesterlein, lass mich herein!« und sah, daß die Tür ihm aufgetan und alsbald wieder zugeschlossen ward. Der Jäger behielt das alles wohl im Sinn, ging zum König und erzählte ihm, was er gesehen und gehört hatte. Da sprach der König, »Morgen soll noch einmal gejagt werden!« Das Schwesterchen aber erschrak gewaltig, als es sah, dass sein Rehkälbchen verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter auf und sprach, »Geh auf dein Lager, lieb Riechen, dass du wieder heil wirst.« Die Wunde aber war so gering, dass das Riechen am Morgen nichts mehr davon spürte. Und als es die Jagdlust wieder draußen hörte, sprach es, »Ich kann's nicht aushalten, ich muß dabei sein. So bald soll mich keiner kriegen.« Das Schwesterchen weinte und sprach, »Nun werden sie dich töten, und ich bin hier allein im Wald und bin verlassen von aller Welt. Ich lass dich nicht hinaus.« »So starb ich hier vor Betrübnis«, antwortete das Rehchen. »Wenn ich das Hilfthorn höre, so meine ich, ich müsste aus den Schuhen springen.« Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloss ihm mit schweren Herzen die Tür auf, und das Rehchen sprang gesund und fröhlich in den Wald. Als es der König erblickte, sprach er zu seinen Jägern, »Nun jagt ihm nach den ganzen Tag bis in die Nacht, aber dass ihm keiner etwas zuleide tut.«
Sobald die Sonne untergegangen war, sprach der König zum Jäger. »Nun komm und zeige mir das Waldhäuschen.« Und als er vor dem Türlein war, klopfte er an und rief, »Lieb Schwesterlein, lass mich herein.« Da ging die Türe auf und der König trat hinein, und da stand ein Mädchen, das war so schön, wie er noch keins gesehen hatte. Das Mädchen erschrak, als es sah, dass nicht sein Rehlein, sondern ein Mann hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupt hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach, »Willst du mit mir gehen auf mein Schloss und meine liebe Frau sein?« »Ach ja«, antwortete das Mädchen, »aber das Rehchen muss auch mit, das verlasse ich nicht.« Sprach der König, »Es soll bei dir bleiben, solange du lebst, und es soll ihm an nichts fehlen.« Indem kam es hereingesprungen, da band es das Schwesterchen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die Hand und ging mit ihm aus dem Waldhäuschen fort. Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde, und war es nun die Frau Königin, und sie lebten lange Zeit vergnügt zusammen. Das Rehlein ward gehegt und gepflegt und sprang in dem Schlossgarten herum. Die böse Stiefmutter aber, um deren Willen die Kinder in die Welt hineingegangen waren, die meinte nicht anders, als Schwesterchen wäre von den wilden Tieren im Walde zerrissen worden und Brüderchen als ein Rehkalb von den Jägern totgeschossen. Als sie nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so wohl ging, da wurden Neid und Missgunst in ihrem Herzen rege und ließen ihr keine Ruhe. Und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins Unglück bringen konnte. Ihre rechte Tochter, die hässlich war wie die Nacht und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und sprach, »Eine Königin zu werden, das Glück hätte mir gebührt.« »Sei nur still«, sagte die Alte und sprach sie zufrieden, »wenn's Zeit ist, will ich schon bei der Hand sein.« Als nun die Zeit herangerückt war und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte und der König gerade auf der Jagd war, nahm die alte Hexe die Gestalt der Kammerfrau an, trat in die Stube, wo die Königin lag, und sprach zu der Kranken, »Kommt, das Bad ist fertig, das wird euch wohltun und frische Kräfte geben. Geschwind, ehe es kalt wird.« Ihre Tochter war auch bei der Hand. Sie trugen die schwache Königin in die Badstube und legten sie in die Wanne. Dann schlossen sie die Tür ab und liefen davon. In der Badstube aber hatten sie ein rechtes Höllenfeuer angemacht, das die schöne junge Königin bald ersticken musste. Als das vollbracht war, nahm die Alte ihre Tochter, setzte ihr eine Haube auf und legte sie ins Bett an der Königinstelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Aussehen der Königin, nur das verlorene Auge konnte sie ihr nicht wiedergeben. Damit es aber der König nicht merkte, musste sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Am Abend, als er heimkam und hörte, dass ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich und wollte ans Bett seiner lieben Frau gehen und sehen, was sie machte. Da rief die Alte geschwind, »Beileibe, lass die Vorhänge zu! Die Königin darf noch nicht ans Licht sehen und muss Ruhe haben!« Der König ging zurück und wußte nicht, daß eine falsche Königin im Bette lag. Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Türe aufging und die rechte Königin hereintrat. Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kissen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch das Rehchen nicht, ging in die Ecke, wo es lag, und streichelte ihm über den Rücken. Darauf ging sie ganz stillschweigend wieder zur Tür hinaus, und die Kinderfrau fragte am andern Morgen die Wächter, ob jemand während der Nacht ins Schloss gegangen wäre. Aber sie antworteten, »Nein, wir haben niemand gesehen.« So kam sie viele Nächte und sprach niemals ein einziges Wort dabei. Die Kinderfrau sah sie immer, aber sie getraute sich nicht, jemand etwas davon zu sagen.
Als nun so eine Zeit verflossen war, da hob die Königin in der Nacht an zu reden und sprach, »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nimmermehr.« Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwunden war, ging sie zum König und erzählte ihm alles. Sprach der König, »Ach Gott, was ist das? Ich will in der nächsten Nacht bei dem Kinde wachen.« Abends ging er in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach, »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nimmermehr.« Und pflegte dann des Kindes, wie sie es gewöhnlich tat, ehe sie verschwand. Der König getraute sich nicht, sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Sie sprach abermals, »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmermehr.« Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach, »Du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau.« Da antwortete sie, »Ja, ich bin deine Frau«, und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wiedererhalten, war frisch, rot und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Hexe und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen, und es ward ihnen das Urteil gesprochen. Die Tochter ward in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen. Die Hexe aber ward ins Feuer gelegt und mußte jammervoll verbrennen. Und wie sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen, bis an ihr Ende. Der Bärenhäuter. Es war einmal ein junger Kerl, der ließ sich als Soldat anwerben, hielt sich tapfer und war immer der Vorderste, wenn es blaue Bohnen regnete. Solange der Krieg dauerte, ging alles gut. Aber als Friede geschlossen war, erhielt er seinen Abschied und der Hauptmann sagte, er könnte gehen, wohin er wollte. Seine Eltern waren tot und er hatte keine Heimat mehr. Da ging er zu seinen Brüdern und bat, sie möchten ihm so lange Unterhalt geben, bis der Krieg wieder anfinge. Die Brüder aber waren hartherzig und sagten, »Ach, was sollen wir mit dir? Wir können dich nicht brauchen. Sieh zu, wie du dich durchschlägst.« Der Soldat hatte nichts übrig als sein Gewehr, und das nahm er auf die Schulter und wollte in die Welt gehen. Er kam auf eine große Heide, auf der nichts zu sehen war als ein Ring von Bäumen. Darunter setzte er sich ganz traurig nieder und sann über sein Schicksal nach. »Ich habe kein Glück«, dachte er, »ich habe nichts gelernt als das Kriegshandwerk, und jetzt, weil Friede geschlossen ist, brauchen sie mich nicht mehr. Ich sehe voraus, ich muss verhungern.« Auf einmal hörte er ein Brausen, und wie er sich umblickte, stand ein unbekannter Mann vor ihm, der einen grünen Rock trug, recht stattlich aussah, aber einen garstigen Pferdefuß hatte. »Ich weiß schon, was dir fehlt«, sagte der Mann. »Geld und Gold sollst du haben, so viel du mit aller Gewalt durchbringen kannst, aber ich muss zuvor wissen, ob du dich nicht fürchtest, damit ich mein Geld nicht umsonst ausgebe.« »Ein Soldat und Furcht? Wie passt das zusammen?«, antwortete er. »Du kannst mich auf die Probe stellen.« »Wohlan«, antwortete der Mann. »Schau hinter dich.« Der Soldat kehrte sich um und sah einen großen Bären, der brummend auf ihn zutrabte. »Oho«, rief der Soldat, »dich will ich an der Nase kitzeln, dass dir die Lust zum Brunnen vergehen soll.« Legte an und schoss dem Bär auf die Schnauze, dass er zusammenfiel und sich nicht mehr regte. »Ich sehe wohl«, sagte der Fremde, »dass dir's an Mut nicht fehlt. Aber es ist noch eine Bedingung dabei, die musst du erfüllen.« »Wenn mir's an meiner Seligkeit nicht schadet«, antwortete der Soldat, der wohl merkte, wen er vor sich hatte, »sonst lass ich mich auf nichts ein.« »Das wirst du selber sehen«,
antwortete der Grünrock. »Du darfst in den nächsten 7 Jahren dich nicht waschen, dir Bart und Haare nicht kämmen, die Nägel nicht schneiden und kein Vaterunser beten. Dann will ich dir einen Rock und Mantel geben, den musst du in dieser Zeit tragen. Stirbst du in diesen 7 Jahren, so bist du mein. Bleibst du aber leben, so bist du frei und bist reich dazu für dein Lebtag.« Der Soldat dachte an die große Not, in der er sich befand, und da er so oft in den Tod gegangen war, wollte er es auch jetzt wagen und willigte ein. Der Teufel zog den grünen Rock aus, reichte ihn dem Soldaten hin und sagte, »Wenn du den Rock an deinem Leibe hast und in die Tasche greifst, so wirst du die Hand immer voll Geld haben.« Dann zog er dem Bären die Haut ab und sagte, »Das soll dein Mantel sein und auch dein Bett, denn darauf musst du schlafen und darfst in kein anderes Bett kommen. Und dieser Tracht wegen sollst du Bärenhäuter heißen.« Hierauf verschwand der Teufel. Der Soldat zog den Rock an, griff gleich in die Tasche und fand, dass die Sache ihre Richtigkeit hatte. Dann hing er die Bärenhaut um, ging in die Welt, war guter Dinge und unterließ nichts, was ihm wohl und dem Gelde wehe tat. Im ersten Jahr ging es noch leidlich, aber in dem zweiten sah er schon aus wie ein Ungeheuer. Das Haar bedeckte fast das ganze Gesicht. Sein Bart glich einem Stück grobem Filztuch, seine Finger hatten Krallen und sein Gesicht war so mit Schmutz bedeckt, dass man, wenn man Kresse hineingesät hätte, sie aufgegangen wäre. Wer ihn sah, der lief fort. Weil er aber aller Orten den Armen Geld gab, damit sie für ihn beteten, dass er in den 7 Jahren nicht stürbe, und weil er alles gut bezahlte, so erhielt er doch immer noch Herberge. Im 4. Jahr kam er in ein Wirtshaus, da wollte ihn der Wirt nicht aufnehmen und wollte ihn nicht einmal einen Platz im Stall anweisen, weil er fürchtete, seine Pferde würden scheu werden. Doch als der Bärenhäuter in die Tasche griff und eine Handvoll Dukaten herausholte, so ließ der Wirt sich erweichen und gab ihm eine Stube im Hintergebäude. Doch musste er versprechen, sich nicht sehen zu lassen, damit sein Haus nicht in bösen Ruf käme. Als der Bärenhäuter abends allein saß und von Herzen wünschte, dass die 7 Jahre herum wären, so hörte er in einem Nebenzimmer ein lautes Jammern. Er hatte ein mitleidiges Herz, öffnete die Türe und erblickte einen alten Mann, der heftig weinte und die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Der Bärenhäuter trat näher, aber der Mann sprang auf und wollte entfliehen. Endlich, als er eine menschliche Stimme vernahm, ließ er sich bewegen und durch freundliches Zureden brachte der Bärenhäuter es dahin, dass er ihm die Ursache seines Kummers offenbarte. Sein Vermögen war nach und nach geschwunden, er und seine Töchter mussten darben, und er war so arm, dass er den Wirt nicht einmal bezahlen konnte und ins Gefängnis sollte gesetzt werden. »Wenn ihr weiter keine Sorgen habt«, sagte der Bärenhäuter, »Geld habe ich genug.« Er ließ den Wirt herbeikommen, bezahlte ihn und steckte dem Unglücklichen noch einen Beutel voll Gold in die Tasche. Als der Mann sich aus seinen Sorgen erlöst sah, wusste er nicht, womit er sich dankbar beweisen sollte. »Komm mit mir«, sprach er zu ihm. »Meine Töchter sind Wunder von Schönheit. Wähle dir eine davon zur Frau. Wenn sie hört, was du für mich getan hast, so wird sie sich nicht weigern. Du siehst freilich ein wenig seltsam aus, aber sie wird dich schon wieder in Ordnung bringen.« Dem Bärenhäuter gefiel das wohl, und er ging mit. Als ihn die Älteste erblickte, entsetzte sie sich so gewaltig von seinem Antlitz, dass sie aufschrie und fortlief. Die zweite blieb zwar stehen und betrachtete ihn von Kopf bis zu Füßen, dann aber sprach sie, »Wie kann ich einen Mann nehmen, der keine menschliche Gestalt mehr hat?« »Da gefiel mir der rasierte Bär noch besser, der einmal hier zu sehen war und sich für einen Menschen ausgab. Der hatte noch einen Husarenpelz an und weiße Handschuhe. Ach, wenn er nur hässlich wäre, so könnte ich mich an ihn gewöhnen.
Die Jüngste aber sprach, »Lieber Vater, das muss ein guter Mann sein, der euch aus der Not geholfen hat. Habt ihr ihm dafür eine Braut versprochen, so muss euer Wort gehalten werden.« Es war schade, dass das Gesicht des Bärenhäuters von Schmutz und Haaren bedeckt war, sonst hätte man sehen können, wie ihm das Herz im Leibe lachte, als er diese Worte hörte. Er nahm einen Ring von seinem Finger, brach ihn in zwei und gab ihr die eine Hälfte. Die andere behielt er für sich. In ihre Hälfte aber schrieb er seinen Namen, und in seine Hälfte schrieb er ihren Namen und bat sie, ihr Stück gut aufzuheben. Hierauf nahm er Abschied und sprach, »Ich muss noch 3 Jahre wandern, komme ich aber nicht wieder, so bist du frei, weil ich dann tot bin. Bitte aber Gott, dass er mir das Leben erhält.« Die arme Braut kleidete sich ganz schwarz, und wenn sie an ihren Bräutigam dachte, so kamen ihr die Tränen in die Augen. Von ihren Schwestern ward ihr nichts als Hohn und Spott zuteil. »Nimm dich in Acht«, sprach die Älteste, »wenn du ihm die Hand reichst, so schlägt er dir mit der Tatze darauf.« »Hüte dich«, sagte die Zweite, »die Bären lieben die Süßigkeit, und wenn du ihm gefällst, so frisst er dich auf.« »Du musst nur immer seinen Willen tun«, hob die Älteste wieder an, »sonst fängt er an zu brummen.« Und die Zweite fuhr fort, »aber die Hochzeit wird lustig sein, Bären, die tanzen gut.« Die Braut schwieg still und ließ sich nicht irre machen. Der Bärenhäuter aber zog in der Welt herum, von einem Ort zum anderen, tat Gutes, wo er konnte, und gab den Armen reichlich, damit sie für ihn beteten. Endlich, als der letzte Tag von den 7 Jahren anbrach, ging er wieder hinaus auf die Heide und setzte sich unter den Ring von Bäumen. Nicht lange, so sauste der Wind und der Teufel stand vor ihm und blickte ihn verdrießlich an. Dann warf er ihm den alten Rock hin und verlangte seinen Grünen zurück. »So weit sind wir noch nicht«, antwortete der Bärenhäuter. »Erst sollst du mich reinigen.« Der Teufel mochte wollen oder nicht. Er musste Wasser holen, den Bärenhäuter abwaschen, ihm die Haare kämmen und die Nägel schneiden. Hierauf sah er wie ein tapferer Kriegsmann aus und war viel schöner als je zuvor. Als der Teufel glücklich abgezogen war, so war es dem Bärenhäuter ganz leicht ums Herz. Er ging in die Stadt, tat einen prächtigen Samtrock an, setzte sich in einen Wagen mit 4 Schimmeln bespannt und fuhr zu dem Haus seiner Braut. Niemand erkannte ihn, der Vater hielt ihn für einen vornehmen Feldobrist und führte ihn in das Zimmer, wo seine Töchter saßen. Er musste sich zwischen den beiden Ältesten niederlassen. Sie schenkten ihm Wein ein, legten ihm die besten Bissen vor und meinten, sie hätten keinen schöneren Mann auf der Welt gesehen. Die Braut aber saß in schwarzem Kleide ihm gegenüber, schlug die Augen nicht auf und sprach kein Wort. Als er endlich den Vater fragte, ob er ihm eine seiner Töchter zur Frau geben wollte, so sprangen die beiden Ältesten auf, liefen in ihre Kammer und wollten prächtige Kleider anziehen, denn eine jede bildete sich ein, sie wäre die Auserwählte. Der Fremde, sobald er mit seiner Braut allein war, holte den halben Ring hervor und warf ihn in einen Becher mit Wein, den er ihr über den Tisch reichte. Sie nahm ihn an, aber als sie getrunken hatte und den halben Ring auf dem Grund liegen fand, so schlug ihr das Herz. Sie holte die andere Hälfte, die sie an einem Band um den Hals trug, hielt sie daran, und es zeigte sich, dass beide Teile vollkommen zueinander passten. Da sprach er, »Ich bin dein verlobter Bräutigam, den du als Bärenhäuter gesehen hast, aber durch Gottes Gnade habe ich meine menschliche Gestalt wieder erhalten und bin wieder rein geworden.« Er ging auf sie zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuss. In dem kamen die beiden Schwestern in vollem Putz herein, und als sie sahen, dass der schöne Mann der Jüngsten zuteil geworden war und hörten, dass das der Bärenhäuter war, liefen sie voll Zorn und Wut hinaus. Die eine ersäufte sich im Brunnen, die andere hängte sich an einem Baum. Am Abend klopfte jemand an der Türe, und als der Bräutigam öffnete, so ward's der Teufel im grünen Rock.
der sprach: »Siehst du, nun habe ich zwei Seelen für deine eine.« Das Bürle. Es war ein Dorf, darin saßen lauter reiche Bauern und nur ein Armer, und den nannten sie das Bürle. Er hatte nicht einmal eine Kuh und noch weniger Geld, eine zu kaufen. Und er und seine Frau hätten so gerne eine gehabt. Einmal sprach er zu ihr: »Hör, ich hab einen guten Gedanken. Da ist unser Gevatter Schreiner. Der soll uns sein Kalb aus Holz machen und braun anstreichen. Dass es wie ein anderes aussieht. Mit der Zeit wird's wohl groß und gibt eine Kuh.« Der Frau gefiel das auch, und der Gevatter Schreiner zimmerte und hobelte das Kalb zurecht, strich es an, wie sich's gehörte, und machte es so, dass es den Kopf herabsenkte, als fräße es. Wie die Kühe des andern Morgens herausgetrieben wurden, rief das Bürle den Hirt herein und sprach: »Seht, da hab ich ein Kälbchen, aber es ist noch klein und muß noch getragen werden.« Der Hirt sagte: »Schon gut«, nahm's in seinen Arm, trug's hinaus auf die Weide und stellte es ins Gras. Das Kälblein blieb da immer stehen, wie einst das frisst, und der Hirt sprach: »Das wird bald selber laufen. Guck einer, was es schon frisst.« Abends, als er die Herde wieder heimtreiben wollte, sprach er zu dem Kalb: »Kannst da stehen und dich satt fressen, so kannst du auch auf deinen vier Beinen gehen. Ich mag dich nicht wieder auf dem Arm heimschleppen.« Das Bürle aber stand vor der Haustür und wartete auf sein Kälbchen. Als nun der Kuhhirt durchs Dorf trieb und das Kälbchen fehlte, fragte er danach. Der Hirt antwortete: »Das steht noch immer draußen und frisst. Es wollte nicht aufhören und nicht mitgehen.« Bürle aber sprach: »Ei, was muß ich mein Vieh wieder haben?« Da gingen sie zusammen nach der Wiese zurück, aber einer hatte das Kalb gestohlen, und es war fort. Sprach der Hirt: »Es wird sich wohl verlaufen haben.« Das Bürle aber sagte: »Mir nicht so.« Und er führte den Hirten vor den Schultheiß. Der verdammte ihn für seine Nachlässigkeit, daß er dem Bürle für das entkommene Kalb mußte eine Kuh geben. Nun hatte das Bürle und seine Frau die lang gewünschte Kuh. Sie freuten sich von Herzen, hatten aber kein Futter und konnten ihr nichts zu fressen geben. Also mußte sie bald geschlachtet werden. Das Fleisch salzten sie ein, und das Bürle ging in die Stadt und wollte das Fell dort verkaufen, um für den Erlös ein neues Kälbchen zu bestellen. Unterwegs kam an eine Mühle, da saß ein Rabe mit gebrochenen Flügeln, den nahm er aus Erbarmen auf und wickelte ihn in das Fell. Weil aber das Wetter so schlecht ward und Wind und Regen stürmte, konnte er nicht weiter, kehrte in die Mühle ein und bat um Herberge. Die Müllerin war allein zu Haus und sprach zu dem Bürle: »Da leg dich auf die Streu«, und gab ihm ein Käsebrot. Das Bürle aß und legte sich nieder, sein Fell neben sich, und die Frau dachte: »Der ist müde und schläft.« Indem kam der Pfaff. Die Frau Müllerin empfing ihn wohl und sprach: »Mein Mann ist aus, da wollen wir uns traktieren.« Das Bürle horchte auf, und wie's vom Traktieren hörte, ärgerte es sich, daß es mit Käsebrot hätte vorlieb nehmen müssen. Da trug die Frau herbei und trug vielerlei auf, Braten, Salat, Kuchen und Wein. Wie sie sich nun setzten und essen wollten, klopfte es draußen. Sprach die Frau: »Ach Gott, das ist mein Mann!« Geschwind versteckte sie den Braten in die Ofenkachel, den Wein unters Kopfkissen, den Salat aufs Bett, den Kuchen unters Bett und den Pfaff in den Schrank auf dem Hausern. Danach machte sie dem Mann auf und sprach: »Gottlob, dass du wieder hier bist. Das ist ein Wetter, als wenn die Welt untergehen sollte.« Der Müller saß Bürle auf dem Streu liegen und fragte: »Was will der Kerl da?« »Ach«, sagte die Frau, »der arme Schelm kam in dem Sturm und Regen und bat um ein Obdach. Da hab ich ihm ein Käsebrot gegeben und ihm die Streu angewiesen.« Sprach der Mann: »Ich habe nichts dagegen, aber schaff mir bald etwas zu essen.« Die Frau sagte: »Ich habe aber nichts als Käsebrot.«
»Ach, ich bin mit allem zufrieden«, antwortete der Mann. »Meinetwegen mit Käsebrot«, sah das Bürle an und rief, »komm und iss noch einmal mit.« Das Bürle ließ sich das nicht zweimal sagen, stand auf und aß mit. Danach sah der Müller das Fell auf der Erde liegen, in dem der Rabe steckte, und fragte, »was hast du denn da?« »Da hab ich einen Wahrsager drin.« »Kann der mir auch wahrsagen?« sprach der Müller. »Warum nicht?« antwortete das Bürle. »Er sagt aber nur vier Dinge, und das fünfte behält er bei sich.« Der Müller war neugierig und sprach, »lass ihn einmal wahrsagen.« Da drückte der Bürle dem Raben auf den Kopf, daß er quakte und krr, krr machte. Sprach der Müller, »was hat er gesagt?« Das Bürle antwortete, »erstens hat er gesagt, es stecke Wein unterm Kopfkissen.« »Das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Wein. »Nur weiter«, sprach der Müller. Das Bürle ließ den Raben wieder quaksen und sprach, »zweitens hat er gesagt, wäre Braten in der Ofenkachel.« »Oh, das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Braten. Bürle ließ den Raben noch mehr weissagen und sprach, »drittens hat er gesagt, wäre Salat auf dem Bett.« »Das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Salat. Endlich drückte das Bürle den Raben noch einmal, daß er knurrte, und sprach, »viertens hat er gesagt, wäre Kuchen unterm Bett.« »Das wäre des Kuckucks«, rief der Müller, ging hin und fand den Kuchen. Nun setzten sich die zwei zusammen an den Tisch. Die Müllerin aber kriegte Todesängste, legte sich ins Bett und nahm alle Schlüssel zu sich. Der Müller hätte auch gern das fünfte gewusst, aber Bürle sprach, »erst wollen wir die vier andern Dinge ruhig essen, denn das fünfte ist etwas Schlimmes.« So aßen sie, und danach ward gehandelt, wie viel der Müller für die fünfte Wahrsagung geben sollte, bis sie um 300 Taler einig wurden. Da drückte das Bürle dem Raben noch einmal auf dem Kopf, daß er laut quakte. Fragte der Müller, »was hat er gesagt?« Antwortete das Bürle, »er hat gesagt, draußen im Schrank auf dem Hausern, da steckte der Teufel.« Sprach der Müller, »der Teufel muss hinaus«, und sperrte die Haustür auf, die Frau aber müßte den Schlüssel hergeben, und Bürle schloß den Schrank auf. Da lief der Pfaff, was er konnte, hinaus, und der Müller sprach, »ich hab den schwarzen Kerl mit meinen Augen gesehen, es war richtig.« Bürle aber machte sich am andern Morgen in der Dämmerung mit den 300 Talern aus dem Staub. Daheim tat sich das Bürle allgemach auf, baute ein hübsches Haus, und die Bauern sprachen, »das Bürle ist gewiß gewesen, wo der goldene Schnee fällt und man das Geld mit Scheffeln heimträgt.« Da ward Bürle vor den Schultheiß gefordert, es sollte sagen, woher sein Reichtum käme. Antwortete es, »ich habe mein Kuhfell in der Stadt für 300 Taler verkauft.« Als die Bauern das hörten, wollten sie auch den großen Vorteil genießen, liefen heim, schlugen alle ihre Kühe tot und zogen die Felle ab, um sie in der Stadt mit dem großen Gewinn zu verkaufen. Der Schultheiß sprach, »meine Magd muß aber vorangehen.« Als diese zum Kaufmann in die Stadt kam, gab ihr nicht mehr als 3 Taler für ein Fell. Und als die übrigen kamen, gab er ihnen nicht einmal so viel und sprach, »Was soll ich denn mit all den Häuten anfangen?« Nun ärgerten sich die Bauern, daß sie vom Bürle hinters Licht geführt waren, wollten Rache an ihm nehmen und verklagten es wegen des Betrugs bei dem Schultheiß. Das unschuldige Bürle ward einstimmig zum Tod verurteilt und sollte in einem durchlöcherten Faß ins Wasser gerollt werden. Bürle ward hinausgeführt und ein Geistlicher gebracht, der ihm eine Seelenmesse lesen sollte. Die andern mußten sich alle entfernen,
Und wie das Birle den Geistlichen anblickte, so erkannte es den Pfaffen, der bei der Frau Müllerin gewesen war. Sprach es zu ihm, »Ich hab euch aus dem Schrank befreit, befreit mich aus dem Fass.« Nun trieb gerade der Schäfer mit einer Herde Schafe daher, von dem das Birle wusste, dass er längst gerne schultheiß geworden wäre. Da schrie es aus allen Kräften, »Nein, tu's nicht, und wenn's die ganze Welt haben wollte, nein, tu's nicht.« Der Schäfer, der das hörte, kam herbei und fragte, »Was hast du vor? Was willst du nicht tun?« Birle sprach, »Da wollen sie mich zum Schultheiß machen, wenn ich mich in das Fass setze, aber ich tu's nicht.« Der Schäfer sagte, »Wenn's weiter nichts ist, um Schultheiß zu werden, wollte ich mich gleich in das Fass setzen.« Birle sprach, »Willst du dich hineinsetzen? So wirst du auch schultheiß.« Der Schäfer war zufrieden, setzte sich hinein, und das Birle schlug den Deckel drauf. Dann nahm es die Herde des Schäfers für sich und trieb sie fort. Der Pfaff aber ging zur Gemeinde und sagte, die Seelenmesse wäre gelesen. Da kamen sie und rollten das Fass nach dem Wasser hin. Als das Fass zu rollen anfing, rief der Schäfer, »Ich will ja gerne schultheiß werden.« Und sie glaubten nicht anders, als das Birle schrie so und sprachen, »Ja, ja, das meinen wir auch, aber erst sollst du dich da unten umsehen.« Und rollten das Fass ins Wasser hinein. Darauf gingen die Bauern heim, und wie sie ins Dorf kamen, so kam auch das Birle daher, trieb eine Herde Schafe und war ganz zufrieden. Da erstaunten die Bauern und sprachen, »Birle, wo kommst du denn her? Kommst du aus dem Wasser?« »Freilich«, antwortete das Birle, »ich bin versunken tief, tief, bis ich endlich auf den Grund kam. Ich stieß dem Fass den Boden aus und kroch hervor. Och, da waren schöne Wiesen, auf denen viele Lämmer weideten. Davon brachte ich mir die Herde mit.« Sprachen die Bauern, »Sind noch mehr da?« »Oh ja«, sagte das Birle, »mehr als ihr brauchen könnt.« Da verabredeten sich die Bauern, dass sie auch Schafe holen wollten, jeder eine Herde. Der Schultheiß aber sagte, »Ich komme zuerst.« Nun gingen sie zusammen zum Wasser. Da standen gerade am blauen Himmel kleine Flockwolken, die man Lämmerchen nennt. Die spiegelten sich im Wasser ab, und da riefen die Bauern, »Wir sehen schon die Schafe unten auf dem Grund.« Der Schulz drängte sich hervor und sagte, »Nun will ich zuerst hinunter und mich umsehen. Wenn's gut ist, will ich euch rufen.« Da sprang er hinein. Plump klang es im Wasser. Sie meinten nicht anders, als rief er ihnen zu, »Kommt!« Und der ganze Haufen stürzte in einer Hast hinter ihm drein. Da ward das Dorf ausgestorben, und der Birle als der einzige Erbe ward ein reicher Mann. Das waren die schönsten Märchen der Brüder Grimm mit B. Wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.